Ja, heute Abend wollen wir in unserem Live-Talk das Thema Kameras uns anschauen. Ja, Kameras sind heute in vielen Prozessen, vor allem in der Industrie, Standard geworden, um Produkte zu erkennen, um Teile zu erkennen, um Qualitäten festzustellen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir das landtechnisch nutzen? Ich habe hier mal das bekannteste Kamerasystem mitgebracht, das wir in der Landtechnik einsetzen, am Hackgerät, um Reihen zuverlässig zu erkennen, um Präzision zu steigern, aber auch um den Fahrer zu entlasten oder in anderen Worten auch ein Stück unabhängiger zu werden von demjenigen, der auf dem Schlepper sitzt. In meiner Diskussionsrunde habe ich mir Gäste eingeladen, die hier auch einen Ausblick geben können. Wo stecken denn Potenziale für Kamerasysteme? Wo sehen wir Grenzen? Und wo ist vielleicht auch das menschliche Auge nicht zu ersetzen? Ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Vor allem freue ich mich auf spannende Fragen von euch aus dem Publikum. Schickt uns diese und wir werden versuchen, auf der Bühne sinnvolle Antworten dafür zu finden und euch einfach weiteren Ausblick zu geben. Ja, herzlich willkommen auf der Bühne hier im Horsch Live Studio zu unserem abendlichen Live Talk. Ja, wir haben ja das Thema, das wir bearbeiten wollen, lösen den Kameras das menschliche Auge im Pflanzenschutzbereich ab. Dazu haben wir insgesamt 4 Gäste hier ins Studio geholt. Guten Tag und auch an der Stelle schon mal einen herzlichen Dank für die Bereitschaft, diese Diskussionsrunde mit mir zu gestalten. Ich möchte kurz mit einem Einleitungsgedanken starten wollen. Wir sind ja in Deutschland kurz davor, eine neue Regierung zu bekommen. Da ist jetzt auch ein umfangreiches Werk, der Koalitionsvertrag, veröffentlicht worden. Und wenn man da ein bisschen reinschaut, ist natürlich auch das Thema Applikation, Pflanzenschutztechnik mit aufgenommen. Ich darf mal zitieren einen Absatz. Wir setzen auf digitale Anwendungen und moderne Applikationstechnik zur zielgerichteten Ausbringung und Vermeidung von Abdrift. Ich glaube, das klingt in unseren Ohren jetzt erstmal gut, was technische Herausforderung ist. Das eine ist das Abdriftthema und das andere, und deswegen treffen wir uns hier, sind natürlich die digitalen Ansätze. Wo können wir da die Applikation denn weiterentwickeln? Ja, zu meinen Studiogästen, zu meiner Rechten sitzt Dr. Robin Mink, Mitgründer von Sam Dimensions. Robin, ich habe erfahren, du bist aufgewachsen außerhalb der Landwirtschaft, aber nicht komplett abgegrenzt, das heißt schon mit einem gewissen Zugang zu dem, wie Lebensmittel entstehen insgesamt. Du hast nach dem Studium in Stuttgart-Hohenheim auch dort die Doktorarbeit gemacht im Umfeld der Herbologie und damit dem Ansatz einfach der Fernerkundung auch Auswertungen zu bestreiten. Ja, am zweiten Stuhl Professor Dr. Bernhard Bauer von der HSWT in Driesdorf. Das ist eine Hochschule, die sowohl räumlich als auch inhaltlich, glaube ich, dem Hause Horsch nicht ganz fern ist. Das heißt, dort haben wir eine sehr, sehr intensive Zusammenarbeit. Du bist dort verantwortlich für den Bereich Pflanzenbau, Pflanzenschutz und Grünland. Und ich glaube, was es auch besonders macht, du bist immer auch sehr stark bemüht, den praktischen Ansatz am Ende zu sehen, zu sagen, ja, wie können wir denn auch Sachen ins Feld tatsächlich bringen, weil nur dann, glaube ich, machen sie am Ende auch Sinn. Ja, hoffe ich zumindest. Ja, dann darf ich begrüßen Dr. Jens König aus dem Hause Bosch, eben dort im Bereich Smart Agriculture tätig. Ja. Du bist von der Ausbildung her kein Landwirt, sondern Physiker und hast dich eben mit Themen Optik und Laser beschäftigt. Jawohl. Im früheren Werdegang. Ich glaube, das bringt uns heute Abend auch nochmal eine Betrachtungsweise, die auf jeden Fall die Runde hier aufwerten wird. Jawohl. Herzlich willkommen. Gerne. Ja, und ganz außen, Theo Leb, ich glaube, den brauche ich in der Runde tatsächlich nicht ganz so intensiv vorstellen, da wir schon öfter auch das Vergnügen hatten, mit dir hier Diskussionsrunde zu bestreiten. Mhm. Ich möchte das eigentliche Thema anschneiden und zwar mit einer ersten Frage an dich, Bernhard. Ganz grundsätzlich, wo sehen wir denn die Einsparpotenziale im Pflanzenschutz? Gut, wir haben da verschiedene Felder, bei denen wir das machen können. Vor allem, wenn wir an kamerabasierte Systeme denken, dann können wir schon mal die Bodenherbizide ganz krass ausschließen, sondern da müssen wir was haben, was wir dann dementsprechend sehen können. Und dann vor allem eben mit blattaktiven Wirkstoffen, da können wir dann dementsprechend sicherlich einen Schritt vorwärts kommen beim Einsparen und vielleicht aber auch beim Bekämpfen von Problemunkrautern. Wenn wir jetzt meinetwegen an eine Ackerwinde denken, wenn wir die jetzt zum Beispiel aus dem Mais rausnehmen möchten, wenn wir jetzt in Zuckerrüben
Trauben bzw. leguminosen Fruchtfolgen sind, wo wir da dann in der Fruchtfolge dann auch immer wieder Probleme haben. Und wenn wir bei kamerabasierten Systemen sind, dann gehört natürlich auch Reinerkennung, was ja schon beim Trailer am Anfang gekommen ist, für den mechanischen Pflanzenschutz dann definitiv dazu, wo wir dann ja auch eine Substitution von Herbiziden dann machen können in einem gewissen Rahmen, wenn man das dann vielleicht auch kombiniert mit Mannspritzen oder sowas, Hackmaschine, dann diese Geschichte. Und ja, bei den Fungiziden ist es eben in dem Fall, wenn wir mit Kameras arbeiten, eine Möglichkeit, wenn man Symptome erkennen, sind dann eben aber auch auf Kurativmittel angewiesen. Das heißt Fungizide mit einer Kurativleistung, die eben dann eine Stoppleistung auslösen können, um dann eben einen Befall zu stoppen. Mhm. Theo, ich würde dir gerne den Ball an der Stelle zuspielen aus technischer Sicht. Wo kommen wir da her? Wo sehen wir die Potenziale, wenn es darum geht, Pflanzenschutzmittel zu reduzieren? Na gut, von unserer Historie kommen wir eher aus dem Bereich der Abduftreduktion, mal ganz stark vom Fokus her. Und das ist interessant, dass auch die neue Bundesregierung dieses Thema ja sehr massiv mit aufgenommen hat. Und das, sagen wir mal, erreicht durch eine sehr exakte Gestängeführung und Zielflächenabstandsreduktion. Und interessant ist jetzt das, wenn man weiterdenkt, was als nächstes aktuell draußen in der Praxis schon umgesetzt wird, ist das Thema Bandspritzen, was auch wiederum eine sehr präzise Gestängeführung voraussetzt, dass wenn ich ein exaktes Band von 20 cm einhalten will, dann geht es natürlich nicht, wenn das Gestänge da rumschlackert. Und wenn man Richtung Kamera und Spotspraying denkt, dann ist auch wiederum die exakte Gestängeführung die absolute Voraussetzung, weil sonst funktioniert das nicht. Ich muss ja exakt einen Spot platzieren auf dem Problem und gerade drauf. Und das heißt, wir kommen von der Fläche übers Band jetzt zu einem Spot. Und die Frage ist, wie groß ist dieser Spot? Und da glaube ich, müssen wir jetzt erst, das sollten wir vielleicht einmal uns alle klar machen, auch für den heutigen Abend, für die Diskussion, was ist in der Praxis draußen der minimale Spot, weil der letztendlich auch für manche Anwendungen, denke ich, dann die Antwort geben wird, ob es sinnhaft ist oder nicht sinnhaft ist, das Spot-Spraying. Und letztendlich ist es relativ einfach, wenn man von der Standardspritze ausgeht mit 50 cm Düsenteilung, dann ist so die minimale Breite im Bereich 60 cm und in der Länge kommt es natürlich auf die Geschwindigkeit an, würde ich mal sagen, nach Düsensystem auch irgendwo im Bereich 50 cm. Das heißt, bei 50er Teilung 60 mal 40 ist so der minimale Spot. Bei einer 25 cm Düsenteilung ändert sich in der Länge nichts. Da sind wir genauso bei 40, 50 cm, allerdings in der Breite irgendwo bei 30, 40 cm. Und das ist so, denke ich, eine ganz wichtige Basiszahl, die dann ins Verhältnis gesetzt werden muss zum Unkrautbesatz. Das heißt, wie weit stehen die Unkräuter auseinander? Und es macht natürlich keinen Sinn, wenn das nächste Unkraut im Bereich von 40 cm kommt, dann wird die Spritze nicht mehr abschalten. Ja, ich brauche einen gewissen Abstand zwischen Unkraut oder Spot zu Spot. Ansonsten macht dieses Verfahren keinen Sinn. Und das, denke ich, sollte man auch mal im Laufe des Abends herausarbeiten, in welchen Applikationen, in welchen Kulturen haben wir denn genau diese Bedingungen, dass ich wirklich nur Unkräuter in allen, was ich 3-4 Meter Abständen habe. Mhm. Genau. Robin, du hast 2019 das Unternehmen zusammen mit Alexander Linn gegründet, das Unternehmen Sam Dimension. Ich habe mir sagen lassen, mit einem Exist-Stipendium und damals, denke ich, einer Vision, wenn man in so ein neues Abenteuer stürzt. Mich würde interessieren, die damalige Vision und natürlich, wo ihr heute auch steht. Ja, das ist tatsächlich ein sehr interessanter Ansatz, auch nochmal nach dieser Differenz zu fragen, wie hat sich das entwickelt. Als wir 2019 angefangen hatten, über das Exist-Stipendium erste Feldversuche auch dann durchzuführen mit neuer eigener Kameratechnik, hatte man noch die Vision, die aus den Promotionen kam, halt natürlich vor Auge. Natürlich auch damals schon in den Reinkulturen, vor allem eben Mais und Zuckerrübe, die sich da eben immer anbieten für solche Machine Learning-Ansätze, mit denen wir damals direkt auch angefangen hatten. Wir sind dann zunächst mal davon ausgegangen, dass wir flächenmäßig Unkräuter erkennen, zwar damals auch schon mit einer sehr hohen Bodenauflösung, also wir haben direkt auf diesen 1 mm Bodenauflösung auch gesetzt, der uns eben ermöglicht, auch schon Unkräuter im Keimblattstadium zu erkennen und auch zu identifizieren, sodass die von der Behandlung natürlich nicht ausgeschlossen werden, vor allem wenn man ein bisschen bei diesem absätzigen Verfahren im Kopf hat, dass ja auch immer noch 24 bis 48 Stunden vergehen, bis dann die Karte auch tatsächlich auf der Spritze ankommt. In der Zeit habe ich natürlich auf dem Feld eine Entwicklung und sollte dann möglichst auch
Unkräuter, die zum Zeitpunkt der Kartierung erst im Keimblattstadium waren, schon mit in der Karte aufgenommen haben. Was sich jetzt im Laufe der Zeit eigentlich herausgestellt hat, ist, dass das Einsparpotenzial mit neuen Düsen, also Teilbreitenschaltungen und auch mit neuen überhaupt Düsensystemen, wenn man jetzt vor allem an die Palsnossets denkt, in den letzten Jahren so weit weiterentwickelt haben, dass das Einsparpotenzial größer ist als von uns ursprünglich angenommen. Wir sind jetzt gerade in der Zuckerrübe schon noch dran, dass wir sehen, bei einer NAK1 ist es oftmals so, dass wir eine sehr hohe Unkrautdichte haben und dann auch meistens sagen würden, okay, die Fläche ist eigentlich flächig zu behandeln, weil sich einfach die Einsparung nur auf kleinen Teilbreiten ergeben würde, wo dann, wie angesprochen, wirklich die Frage ist, schalte ich hier ab. Und danach diversifiziert sich es aber sehr, sehr stark. Also da reden wir dann bei einer 25 cm Teilbreitenschaltung und diesen angegebenen 30 bis 40 Zentimetern auch schnell von Einsparpotenzialen von über 60, 70 bis hin zu 89%. In Einzelflächen auch über 90 dann, aber wenn man jetzt mal so betriebsübergreifend das anguckt und vor allem auch auf verschiedenen Standorten. Also es ist jetzt nicht nur ein Betrieb, den man angeguckt hat, sondern wir haben eigentlich von Anfang an darauf gesetzt, uns über Deutschland hinweg, auch in Tschechien da, verschiedene Betriebe anzugucken und die Daten zu erfassen. Und wir konnten dieses Phänomen eigentlich auf allen Betrieben beobachten. Vielleicht dahingehend, weil das nachher auch vom noch eine Frage ist jetzt bei Bosch nämlich, wir hatten es vorher auch schon in der Diskussion, wie sieht es nämlich eigentlich aus mit verschiedenen Lichtbedingungen und auch verschiedenen Böden, verschiedenen Mulchauflagen. Das war der Grund, warum wir uns entschieden haben, das sehr großflächig von Anfang an zu kartieren, um einfach für die KI das entsprechende Trainingsmaterial auch zu erhalten, um dann nicht auf diesen einen Standort limitiert zu sein langfristig und auch die Erfahrungen mitzunehmen, die dort zu machen sind auf verschiedenen Standorten. Um eine möglichst breite Historie dann am Ende schon aufzubauen. Genau. Ja, jetzt ist gerade natürlich schon das Stichwort Bosch gefallen. Auch Jens, ich habe auch ein paar Sachen mitgenommen. Technik fürs Leben, glaube ich, war so der Aufhänger, warum du dich ab 2015 auch mit dem Thema Landwirtschaft beschäftigst. Was sind die Hintergründe oder was waren die Beweggründe damals vielmehr? Gut, wir haben auch, oder Bosch ist natürlich auch immer auf der Suche nach neuen Geschäftsthemen und Themen, wo wir unsere Kompetenzen, unsere Technologien einsetzen können und einbringen können, sinnvollerweise, und sind dort dann eben auch auf das Thema Landwirtschaft mit kamerabasierter Technik, die natürlich bei Bosch auch im Automotive-Umfeld eingesetzt wird für Fahrerassistenzsysteme, Abstandsregelungen und wo sonst noch Kameras im Auto eingebaut werden. Das heißt, wir haben da recht viel Erfahrung und haben umgekehrt gesehen, dass auch in der Landwirtschaft da noch ein Potenzial da ist, was ja Bernhard schon gesagt hat, insbesondere in der Herbizidanwendung einen Beitrag zu liefern. Da wir ehrlicherweise mal ganz wenig Ahnung von Landwirtschaft haben als Technologieunternehmen, haben wir uns auch sehr früh einen Partner gesucht, der jetzt die BASF Digital Farming ist. Das ist unter dem Brand Xavio, formieren die am Markt, die Digitalplattform für uns anbieten und natürlich für uns unser Counterpart in der ganzen Agronomie, in den Agronomie-Themen sind, hinsichtlich Wirkstoffe, hinsichtlich Applikationstechnik, aber auch einfach den Kontakt zum Farmer, zum Landwirt haben, durch die breite BASF Agrarberatermannschaft, die eben weltweit unterwegs ist. Mhm. Genau, ich möchte das Thema kurz gleich aufgreifen vom Robin bezüglich Flächen und was du gesagt hast, Theo, mit kleinen Spotgrößen und kann man überhaupt was sparen. Also wir haben jetzt mehrere Jahre Feldversuche hinter uns und ja, die Spotgrößen sind, so wie von dir beschrieben, ungefähr ein halber Meter auf ein halber Meter bei einem 50 cm Abstand, und wir haben ganz, ganz wenig Felder, wo wir nicht mindestens Einsparungen von 10-15% haben. Mhm. Also dass da Felder dabei sind, die wirklich nur 5% haben, es war, glaube ich, also ich erinnere mich an ein Beispiel, da hat jemand kurz vorher nochmal Gülle ausgefahren und da war irgendwas drin, da war mehr Unkraut als Mais quasi auf dem Feld, ja, dann sind wir wirklich nur bei ganz wenigen Prozent, aber im Schnitt sind wir da, also mindestens in der Größenordnung 20%, typischerweise eher dann 50-70%. Und in guten Konditionen, jetzt so ein trockenes Frühjahr wie jetzt 2020,
Da hatten wir also 70-90% eher. Ja. Hängt aber wie immer ganz klar von jedem Feld ab, wie sind die Ungerbedingungen, wie sind Wasserläufe nebendran. Somit, es gibt nicht den einen Einsparfaktor, der dann für alle Kulturen und alle Felder gilt. Aber es sind solide Prozentzahlen, die, denke ich, die 50% im Schnitt, denke ich, schon wiedergeben. Ich weiß nicht, Robin, ob ihr andere Erfahrungen habt, aber das ist schon das Bild, das wir haben. Also man kann eigentlich ohne Bedenken von über 50% im Schnitt reden, zumindest wenn man jetzt diese letzten 2-3 Jahre anguckt, in denen ja eigentlich die beiden Firmen da aktiv geworden sind. Und was ich da eigentlich am bemerkenswertesten finde, jetzt mit dem wissenschaftlichen Hintergrund, wo man aus der Herbologie daherkam und auch diese Ansätze ja schon sehr früh gesucht hat, dass jetzt doch die letzten 3 Jahre eigentlich ziemlich genau mehrere Firmen ja losgelaufen sind, mit ganz unterschiedlichen Ansätzen angefangen haben, diese Flächen so feingliedrig zu kartieren. Also davor war es ja im Prinzip auch nicht wirklich möglich, vollflächige, also derart aufgelöste Erhebungen zu machen. Und da muss ich sagen, hat man sowohl meiner Meinung nach in der Wissenschaft als auch in der Praxis das Potenzial unterschätzt. Und das Interessanteste ist, wie gesagt, dass sich die Zahlen so gut decken, obwohl wir jetzt aus der Luft am Boden mit 2 verschiedenen Systemen da rangehen, was auch meiner Meinung nach ein guter Beweis dafür ist, dass doch da irgendwo die Wahrheit tatsächlich drin liegt und es ist nicht eine reine Erfindung der Möglichkeiten. Vielleicht sollte man das vielleicht mal kurz herausstellen, weil wir haben ja hier 2 verschiedene Verfahren am Tisch sitzen. Robin, ihr macht es ja letztendlich ein Offline-Verfahren, das heißt, ihr befliegt die Fläche mit einer Drohne, mit einer extrem hochauflösenden Kamera und wertet jetzt dann die Bilder in einem Rechenzentrum aus und der Landwirt bekommt eine Applikationskarte zurück. Bosch macht das online, das heißt, auch auf der Spritze sind, ich weiß nicht, im Abstand von Meter 50, Kamera und Lichteinheiten drauf. Genau. Und es wird letztendlich dann während der Überfahrt wird auch die Information verrechnet und entsprechend dann die Düsen angesteuert. Wenn jetzt wir diese Zahlen hier in den Raum werfen, 50 noch mehr Prozent, vielleicht noch ein bisschen konkreter werden, in welchen Kulturen habt ihr diese Erfahrung gemacht? Ja, also wir arbeiten aktuell nur in Reinkulturen, Mais, Zuckerrübe, in den Amerikas dann auch Soja, Baumwolle. Demnächst, oder wir sind gerade im Training noch für Sonnenblume und Raps in breiter Reihe. Also das ist das, was wir noch machen. Und dann noch einen Schritt weiter die Leguminosen, Pflanzen, Bohnen. Also das ist für uns so jetzt in kurzer Zeit das, was wir können und was wir jetzt auch gerade getestet haben. Also genau, gleiche Herangehensweise. Ich denke, das hat sich die Jahre davor schon abgezeichnet. Das ist einfach eine Art des Trainings der Algorithmen, die da eben verwendet werden oder zum Einsatz kommen, die da auch gut funktionieren. Und da ist eben das Training immer noch aufwendig, aber natürlich viel, viel einfacher jetzt in reinen Kulturen zu bewerkstelligen, warum man natürlich anfängt, in diesen die Techniken voranzutreiben. Was man natürlich auch noch machen kann, ist recht einfache Anwendung, wenn man jetzt in grün und braun Erkennung geht, dass man eine Stoppelkartierung macht und dann vor allem eben, bevor ich jetzt wirklich große Flächen zu behandeln habe, das war für uns ein Grund auch für das absätzige Verfahren, eine Idee habe, welche Menge benötigt denn überhaupt in der Fläche. Ich meine, da ist jetzt das Stichwort gefallen, grün-braun. Das ist vielleicht auch ein Thema, das wir in die Runde erklären sollten, damit da nicht bei den Zuschauern Verwirrungen vielleicht sogar aufkommen. Robin, vielleicht kannst du das nochmal erklären, was unterliegt grün-braun oder grün-grün? Ja, es ist ein ganz tatsächlich auch interessanter, kurz darauf einzugehen aus unserer Perspektive. Der Begriff hat sich für uns tatsächlich auch in der Landwirtschaft etabliert, also der ist bei uns eher von außen herangetragen worden, weil bei uns tatsächlich die Annotation und auch die Erkennung erstmal gleich stattfindet. Natürlich ist es für ein Netz wie auch für ganz klassische Bildverarbeitungsalgorithmen erstmal viel einfacher, grün in braun, also heißt jegliche Vegetation auf Boden, auf Mulchauflage, also auf anorganischem und organischem abgestorbenem Material zu erkennen. Und grün in grün wäre dann eben zum Beispiel ein Unkraut in einer Zuckerrübe zu erkennen und auch davon zu unterscheiden, also die Unterscheidung zwischen Unkraut und Kulturpflanze, teilweise auch bei überlappenden Blättern, also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Zuckerrübe schon leicht an Unkraut überlappt, was da durchaus vorkommt. Und der nächste Schritt, wenn man dahin vielleicht auch noch hingehen würde, wenn man dann beim Grün im Grün ist, findet natürlich in einem nächsten Schritt dann die Unterscheidung zwischen verschiedenen Unkräutern statt. Also im Speziellen ist unser Ziel,
da als nächstes zwischen Gräsern und Dikotylen, also breitkeimblättrigen, zu unterscheiden, um eben da auch der Behandlungsstrategie gerecht werden zu können, beziehungsweise weil das für uns eben der nächste Schritt in der Unkrautbekämpfung auch ist, um da unterscheiden zu können. Vielleicht setzen wir da gleich nochmal eine Verständnisfrage für die Zuschauer obendrauf. Ihr habt beide von hochauflösend gesprochen und vor allem von, sagen wir, einmal von drüber fliegen, einmal von drüber fahren. Können wir noch ein bisschen spezifizieren, was bedeutet hochauflösend und mit welchen Geschwindigkeiten ist denn das tatsächlich realisierbar in der Praxis? Also wir mit unseren Kameras erkennen ungefähr Pflanzen mit der Größenordnung 5 mm, das heißt ein Reiskorn groß, wenn wir mit ungefähr 20 Stundenkilometer über das Feld fahren. Also das ist, kann jeder mal zu Hause mit dem Fahrrad probieren, in flotter Fahrt mal unten versuchen, irgendwo einen Reiskorn auf dem Boden zu erkennen, wird schwierig. Aber das ist die Herausforderung, die wir haben und die wir auch gut meistern inzwischen. Das ist das Minimalste, was wir können. Meistens ist es sogar zu gut, muss man ehrlicherweise sagen. Eine Erkenntnis ist, dass es gar nicht sinnvoll ist, in jeder Situation die allerkleinsten Unkräuter zu erfahren. Ich denke, ein Unterschied zum abgesetzten Verfahren mit Drohnen ist ja, bei uns ist ja das Mittel schon an Bord, wenn wir übers Feld fahren. Das heißt, ich habe mich vorher schon entschieden. Der Landwirt war vorher schon draußen, hat seine Bonitur, sein Scouting gemacht, hat seinen Tank gefüllt und somit ist eigentlich schon klar, Wasser applizieren wird. Und dann ist es eine Frage der Strategie. Und dort ist eben unser Partner BASF Xavio dabei, genau eigentlich unsere beste Auflösung, sage ich mal, etwas zu reduzieren, um zu sagen, macht es denn überhaupt Sinn? Ab welcher Größe von Pflanzen habe ich denn wirklich einen Benefit, dass ich jetzt hier Herbizid ausbringe? Weil wenn der Mais schon ein bisschen größer ist und ich habe daneben dran irgendeine reiskorngroße Pflanze, die wird sowieso verdrängt werden. Also das macht dann manchmal auch gar keinen Sinn mehr. Und diese Logik, die ist jetzt sehr lange rausgefahren worden. Ich glaube, mehr als 15.000 Versuche wurden gemacht, bonitiert durch Agronomen, um dann diese Schwellwerte, was ist denn überhaupt agronomisch sinnvoll, zu definieren. Ich glaube, das ist aber ein Unterschied zum abgesetzten Verfahren, wo ich ja noch überlegen kann, welches Mittel setze ich denn ein. Das ist genau einer der Unterschiede. Ein zweiter Unterschied, der dazukommt, ist, dass wir eben auch jetzt angefangen haben mit 1 mm Bodenauflösung, also rechnerisch 0,8 sogar. Das heißt, wir erkennen sicher ab 3 mm Größe, was auf dem Feld vorgeht. Wenn wir jetzt einfach in die Daten reingucken und nach dem Bauchgefühl merken wir auch, wir sehen meistens auch schon drunter. Aber genau die Frage, ist es denn dann sinnvoll? Wir sind damit gestartet, weil wir einfach auch mit dem Thema rangegangen sind, wir fangen jetzt damit an, wir können Daten ganz leicht runterskalieren, das heißt schlechtere Auflösungen simulieren im Endeffekt und haben halt die Datengrundlage geschaffen. Ziel der ganzen Geschichte bei uns war es ja auch, diese Entwicklung des Kamerasystems so zu realisieren, dass wir jetzt mittlerweile mit 2 mm Bodenauflösung 40 Hektar in der Stunde kartieren können, um da auch wieder irgendwo in der Praxisrelevanz überhaupt zu kommen, was ja immer den Drohnen so ein bisschen nachgesagt wird, was soll denn das? Ich brauche dann ewig, um so die Fläche zu kartieren und deswegen haben wir ganz speziell für diesen Einsatzfall eigentlich ein Kamerasystem konzipiert und sind jetzt dran, wenn es zum Beispiel gerade in die Stoppelkartierung geht, auch mit Landwirten dann zu besprechen, brauchen wir denn jetzt diesen 1 mm oder gehen wir doch auf 5 mm hoch und vervielfachen damit die Flächenleistung, weil die Pixel ja auch immer im Quadrat größer werden. Ne? Ich glaube, Bernhard, das sind erstmal für den Pflanzenbauer ganz interessante Informationen, was technisch vorstellbar ist. Jetzt sind aus meiner Sicht da schon zwei Themen angesprochen worden. Einmal so diese, für was können wir denn eine Toleranz haben? Und zum anderen natürlich auch, wie könnte eine Strategie ausschauen? Zu sagen, muss ich irgendwann vorlegen, gehe ich nur mit Spotten rein? Genau. Wie würdest du das einschätzen? Ja gut, es kommt im Endeffekt so ganz, ganz stark an, was möchte ich eigentlich tun mit? Möchte ich jetzt meinetwegen irgendwelche Ausfallgetreide auf Stoppel bekämpfen oder Quecken auf Stoppel oder so irgendetwas und ich gehe in den Totalherbizidbereich? Laut Koalitionsvertrag sollte es ja Ende 23 enden, wenn man das sich so dann dementsprechend durchliest, dann ist das sicherlich eine sehr, sehr spannende Sache, um eben Aufwandmenge zu reduzieren.
Wenn ich das natürlich jetzt in einer Kulturpflanze drin habe, dann ist es sehr, sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt meinetwegen eine Leguminose habe, die ist meinetwegen eine Erbse oder eine Lupine, die jetzt nicht so die ganz, ganz starke Konkurrenzkraft hat, dann ist natürlich diese Schwelle, diesen Threshold, was kann ich dulden, natürlich deutlich geringer. Wenn ich eine Kulturpflanze habe, die jetzt eine sehr, sehr starke Konkurrenz hat, denke jetzt vielleicht mal an Raps oder an so etwas, dann ist natürlich diese Schwelle dann auch ein bisschen höher. Schön wäre es allerdings noch, wenn ich natürlich Problemunkräuter identifizieren könnte. Das heißt, und sagen, bei denen könnte ich die Schwellen unterschiedlich dann dementsprechend sehen, aber ich glaube, das ist eher ein bisschen eine Zukunftsmusik, wenn wir vorhin ja gehört haben von Robin, dass man gerade so Dicotyl, Monokotyl dann dementsprechend unterscheidet. Und dann ist aus dem Pflanzenbaulichen oder aus dem Pflanzenschützerischen ist natürlich dann noch ein Riesenthema, wie sieht meine Herbizidstrategie aus? Also ich werde sicherlich mit Kameras nicht Bodenherbizide dann applizieren können. Das müssen wir mal ganz, ganz klar sagen, obwohl die natürlich momentan in unserem Herbizidmanagement einen ziemlich großen Faktor darstellen, weil sie einfach auf das Resistenzmanagement gut sind. Und ansonsten sehe ich eher die Anwendung in Kulturen, bei denen wir eine wiederholte Abfolge von Herbizidanwendungen haben, sodass wir eigentlich immer das, was wieder aufläuft, dann mit einer Herbizidanwendung wegnehmen können. Und da reduzieren sich dann auch so ein bisschen dann diese Kulturen dann leider mit dem aktuellen Portfolio an Wirkstoffen, die wir dann so haben. Welche Kulturen siehst du dann konkret? Also das Paradebeispiel ist natürlich die Zuckerrübe. Wenn man dann sagt, okay, wir haben mehrere NAKs, die wir dann dementsprechend fahren, das ist natürlich eine Sache, die ziemlich einfach ist. Dann können wir vielleicht die erste flächig fahren und die nächsten fahren wir dann, weil wir auch sehr viele Blattwirkstoffe dann haben oder Wirkstoffe, die Blatt- und Bodenwirkung haben bei der Zuckerrübe. Dann können wir das dann dementsprechend sehr, sehr schön dann einsparen, wird dann hoffentlich bei jedem Überfahrt weniger dastehen und sozusagen das Einsparpotenzial deutlich größer werden. Wo ich es ein bisschen... ja, weniger sehe ich, wenn wir jetzt meinetwegen nachher die Versiegelung haben mit dem Metametron zum Beispiel. Ich denke, darauf können wir nicht so wirklich verzichten, wenn wir jetzt einen Standort haben, wo ziemlich viel weißer Gänsefuß dann nochmal nachlaufen kann. Hm. Und ich denke, auch bei Mais könnte man sicherlich mit ein paar Klimmzügen das ganz, ganz gut hinbekommen, dass wir da vielleicht sogar auch ein bisschen einen Fortschritt haben. Wir haben ja, wenn wir so anschauen, auf der einen Seite sind die Bodenwirkstoffe, bei Landwirten sehr beliebt, aus einem ganz einfachen Grund. Sie haben sehr wenig negative Auswirkungen auf die Kulturpflanze. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Mhm. Wir haben sie im Resistenzmanagement. Mhm. Das ist einfach ein Vorteil. Sie haben allerdings auch einen Nachteil, wenn wir jetzt an Terbutylazin oder S-Metallachlor denken. Die sind ja auch so ein bisschen von dem Grundwassermanagement so ein bisschen... sagen wir mal, wir finden die immer wieder mal Metabolit dann in Grundwässern drin. Also sollten wir dann einfach reduzieren, können wir jetzt da nicht so wirklich machen. Mhm. Aber wenn wir dann die Blattherbizide angucken, die könnten wir dann auch sehr schön einsparen mit dieser Sache. Was da ist, wird bekämpft. Die haben allerdings, sagen wir mal, so sind eher aus resistenzbelasteteren oder hohe Resistenzgefahr Klassen wie SSA1, wie SSA2, wo wir dann dementsprechend drin haben. Und sie haben zum Teil auch manchmal so ein bisschen ein Potenzial, dass sie die Kulturpflanze dann auch, sagen wir mal, ein bisschen negativ beeinflussen könnten. Mhm. Und jetzt müssen wir einfach schauen, wie kriegt man das zusammen, dass wir das Beste aus beiden Welten zusammenbekommen, dass wir irgendwo vielleicht... im Bandspritzen ein Bodenherbizid vorlegen, hätten dann Bodenherbizide reduziert, um dann im Endeffekt diese gute Verträglichkeit gegenüber dem Mais dann auszunutzen und könnten dann im Endeffekt zwischen den Bändern dann meinetwegen mit einer teilflächenspezifischen kameragesteuerten Sache das dann weiterentwickeln. Es ist interessant, dass zwei Dinge werden deutlich. Das eine ist, dass es trotzdem noch ein agronomisches Wissen on top obendrauf braucht zu der Technologie. Und das zweite ist, dass man verschiedene Verfahren kombinieren werden müssen. Mhm. Also nur mit Spotten kann vielleicht funktionieren, aber ich denke, in den meisten Anwendungen wird es eine Kombination aus Fläche und Spotten werden. Und was mich jetzt noch interessieren würde, du hast jetzt ganz oft das Thema Resistenz in den Mund genommen. Mhm. Ist ja so, das habe ich zumindest die letzten Jahre gelernt, gerade bei Herbiziden, da gibt es nur 0 oder 1, also entweder alles drauf oder nichts drauf. Jetzt beim Spotten ist ja doch auch die Gefahr, dass wir Unkräuter zum Teil nur, ich sage jetzt mal, teilweise besprühen, wenn es am Randbereich des Spottes stehen. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie die Verteilung der Düse. Ich meine, es gibt mittlerweile Rechteckverteilungen, annähernd Rechteckverteilungen, aber eine Düse hat ja immer eher so eine gausche Glockenkurve.
Und wenn jetzt das Unkraut, sage jetzt mal, nur eine halbe Dosis abbekommt, warum auch immer, wir haben Toleranzen im System, wir haben Toleranzen von der Erkennung her, wie groß schätzt du die Gefahr von Resistenzaufkommen dann ein? Oh, das ist eine ziemlich vielschichtige Frage, aber ich würde mal sagen, wir dürfen es nicht auf eine Kultur sehen. Also im Moment funktioniert es ja in Reinkulturen oder in etlichen Reinkulturen. Und wenn ich dann jetzt meinetwegen wieder nachher eine Flächenkultur habe und mache dann ein ordentliches Resistenzmanagement, dass ich jetzt meinetwegen sage, okay, dann kommt eben, wenn ich bei Gräser bin, irgendwie das Kerb in Raps rein. Oder ich nehme im Endeffekt ein Flufenazet, das dann irgendwo zum Beispiel wieder im Getreide eingesetzt wird. Dann kann ich das dann schon irgendwo ein bisschen abfangen und dieses Ding dann deutlich reduzieren, dieses Resistenzrisiko. Das bestätigt jetzt wieder ein bisschen so das agronomische Wissen on top, obendrauf. Ich denke, wichtig ist beim Spotten eben auch zu erkennen, dass es bestimmte Unkräuter, die müssen weg, und bestimmte Unkräuter, da können wir einen bestimmten Teil akzeptieren, das ist ein sogenannter Threshold. Und durch gestickte Fruchtfolgen und durch das Wissen, was denn danach kommt, ist dann so mal die Gefahr von Resistenzen oder die Gefahr von langfristigen Schädigungen oder Problemen im Kräutern eher gering. Ja. Genau. Also wenn man jetzt meinetwegen sagt, man macht ein Mais Mono, dann ist es natürlich so, dass es dann sicher exponentiell ansteigt, dann das Risiko. Aber wenn wir sagen, okay, wir machen da mit einer Fruchtfolge jetzt nicht nur, dass die Fruchtfolge ordentlich aufgebaut ist, sondern auch für das ganze Herbizidmanagement ist sauber aufgebaut, da würde ich jetzt mal so sagen, dass das Resistenzrisiko nicht ansteigt dadurch. Um das vielleicht zu ergänzen, auch wir haben gelernt in den vielen verschiedenen Versuchen, es langt nicht einfach zu spotten, nicht zu spotten, das Programm gleich zu lassen, sondern ich muss mir wirklich überlegen, mein Programm ändern, und idealerweise bekomme ich ja dann, wenn ich jetzt so ein System auf dem Spitzbalken jedes Jahr da drüber fahre, dann sammle ich jedes Jahr Daten, wo habe ich denn wirklich wie viel Unkräuter, und allein diese historische Datenbasis hilft mir einfach, dann auch ein neues Spitzprogramm oder bessere Spitzprogramme zu entwickeln. Also das ist kein statisches, ich setze eine Technologie ein und alles andere bleibt gleich, sondern genau wie Bernhard sagt, ich muss alles andere auch mit verändern im Idealfall. Dass das ein inkrementelles Vorgehen ist, und ich starte natürlich erstmal mit heutigen Programmen, die der Landwirt auch kennt, verstanden, aber dann wird es Vorschläge geben, und deswegen, ja, meine Erkenntnis, ohne ein agronomisches Wissen im Hintergrund, wie ich eine Technologie anwende, wird es ganz, ganz übel enden bleiben, behaupte ich jetzt mal. Also ich denke, das ist etwas, was man bei dem Spot-Spraying nicht außen vor lassen darf. Man darf Spot-Spraying nicht als etwas nehmen, das mache ich und dann vergesse ich die Daten. Sondern wenn ich merke, hey, ich mache in diesem Teilfläche Spot-Spraying und ich muss im nächsten Jahr sozusagen noch mehr Spot-Spraying machen, also sozusagen weniger Flächeneinsparung habe, wo ich kein Herbizid dann ausbringe, dann muss ich einfach auch die Konsequenz ziehen und sagen, hey, dann wird die Strategie entweder geändert oder ich muss vielleicht ganz auf dieser Teilfläche auf Spot-Spraying verzichten und dann möglicherweise, ja, sagen wir mal, so eine Sanierung dann machen oder dann dementsprechend. Ich glaube, das ist auch etwas, was man vielleicht so nicht so auf dem Tableau hat, dass man ja eigentlich auch ein Datenwissen über die Zeit anhäuft und dann schon sieht, wo gehen sozusagen die Pools, dann die prognostizierten Bodensamenvorräte dann runter und wo geht es dann eher ein bisschen nach oben, wo man nachjustieren kann und einen Programmwechsel machen muss oder vielleicht sogar einen Applikationswechsel dann machen muss. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, weil, also wir haben ein bisschen andere Strategie als die Kollegen, als Robin und seine Kollegen mit der Drohne. Wir haben jetzt nicht so das Ziel Mono und Dicotyle im ersten Schritt, sondern wirklich gleich auf Kiwis zu gehen, also die Problemunkräuter, und dort Singuläre zu erkennen, auch in dem Unterschied, dass wir unser Mittel schon an Bord haben. Also wenn wir jetzt in manchen Fällen bauen Kunden von uns eben Maschinen mit zwei Applikationslinien, eine für eine Flat-Applikation, eine für eine Spot-Applikation, und dann kann ich mir eben genau überlegen, was spotte ich denn? Und da hilft mir natürlich eine lokale Threshold-Absenkung oder eine Schadschwellenabsenkung, wenn ich ein Problemunkraut erkenne. Soweit sind wir heute noch nicht. Die Daten muss heute der Landwirt quasi noch vorher in der Bonitur, wenn er aufs Feld geht, eingeben ins System, damit wir da wissen, hier in der Ecke seines Schlages, da hat er einfach, was weiß ich, jetzt ein gewisses Problem, dann wird es entsprechend berücksichtigt, natürlich auch in der Threshold-Sitzung. Wir haben aus dem Publikum eine Frage bekommen. Springen wir noch ein bisschen zurück zu dem Thema Kameratechnik. Ist offensichtlich interessant. Und zwar,
welche Kameratechnologien zum Einsatz kommen. Sind es Multispektralkameras, sind es Farbkameras? Wie kann man sich das vorstellen? Willst du zuerst? Ja, gerne. Wir setzen auf ganz klassische RGB-Kameras. Auch wenn wir uns diesen zusätzlichen Nahinfrarotkanal sehnlichst herbeiwünschen würden, hat es einfach den ganz praktischen Hintergrund, dass wir natürlich im Vergleich zu Online-Verfahren ein bisschen weiter weg sind, deswegen eine höhere Sensorauflösung benötigen, um auch die Flächenleistung bei der Bodenauflösung zu erhalten. Und deswegen ist für uns ganz klar die Richtung immer in Richtung RGB gewesen. Es ist auch nicht mehr ganz so schlimm, sage ich mal, jetzt wie früher, wenn man mit klassischen Bildverarbeitungsalgorithmen oder eigentlich Indizes gearbeitet hat, dann war immer der nahinfrarote Kanal noch wichtiger. Die KI deckt das heutzutage auf RGB-Daten eigentlich gar nicht so schlecht ab. Also wir würden nicht mehr verzichten wollen auf diese drei Kanäle, wenn dann noch einen dazu. Und das war bei uns der Hintergrund, warum wir aber auch mit der RGB-Technik angefangen haben, weil einfach hochauflösendere Chips zu niedrigeren Preisen eben verfügbar waren für uns. Genau, auch wir setzen im Endeffekt eher auf günstige Imager-Technologie, also Chip-Technologie, und arbeiten aber eigentlich nur in zwei Wellenlängen, einem roten, einem infraroten Bereich, um wirklich lebendes Grün von allem anderen zu unterscheiden. Also das ist für uns die Kernfunktion, dass wir einfach diese scharfe Kurve, es gibt eine scharfe Absorptionskurve für lebendes Grün, und die nutzen wir eben in unserer Kamera und schauen im Wesentlichen Nahinfrarot und einen Rotkanal an. Was für uns sehr wichtig ist, ist eine starke Beleuchtung, und bei uns ist die Beleuchtung sogar größer als die Kamera, weil wir gesehen haben, viel Licht hilft ungemein, die Erkennungsgüte und Erkennungsqualität deutlich, deutlich zu verbessern, und deswegen arbeiten wir dann mit LEDs auch in diesen zwei Wellenlängenbereichen. Mhm. Jetzt noch eine Frage. Das Thema Grün-Braun-Erkennung, das ist ja eigentlich nicht neu. Mhm. Man, Wietziger, Wiedit, wie sie alle heißen, gibt es ja seit mehreren Jahren oder Jahrzehnten mittlerweile. Kommt eher aus dem typischen No-Till-Bereich, Trockenbereich, Trockengegenden. Wo unterscheidet sich das zu eurer Technologie? Also ich glaube, für den Landwirt gar nicht so sehr, weil das ist eine sehr, sehr einfache Anwendung, muss man so, sagen wir mal, technologisch zu sehen. Grün und nicht grün unterscheiden ist das Einfachste, was wir machen können. Viel schwieriger ist dann eben in einer Maiskultur dann noch Unkräuter zu erkennen oder in der Zuckerrübe, speziell dann in den späteren Nachauflaufbehandlungen dort noch die Unkräuter sauber zu unterscheiden. Somit würde ich sagen, was Green und Brown angeht, haben wir vielleicht den Vorteil, dass wir die Daten aufnehmen, dass wir auch eine Aussage geben können über die Größe der Unkräuter zu dem Zeitpunkt. Ja, ich glaube, das ist im Wesentlichen der Unterschied. Hast du vergessen? Nee, würde ich so zustimmen. Wir hatten vorher dieses Thema, was gehört eigentlich alles zu so einem Scouting dazu? Und da fände ich ganz, ganz interessant mal, Theo, wie das bei euch im Haus betrachtet wird und auch in der Wissenschaft. Wir sehen eigentlich eine Veränderung dahingehend, dass wir nicht mehr einfach auf dem Feld sind und, wie du schon gesagt hast, einfach kartieren und denken, das war's dann, beziehungsweise applizieren und dann alles andere vergessen, sondern warum wir auch ganz spezifisch da wieder bei uns die Unterscheidung auf das absätzige Verfahren gegangen sind, ist, dass wir bei den Landwirten, mit denen wir das Produkt entwickelt haben und jetzt auch in den Prototypentests sind, festgestellt haben, da findet irgendwie in der Denke eine Veränderung statt. Also ganz viele sprechen mit uns darüber, dass sie vielleicht zukünftig auch mal mit einer Hacke in die Zuckerrübe fahren. Wenige davon sagen, sie stellen komplett um, aber ganz viele fangen an zu sagen, wenn ich denn die Infos vorher habe, und dann mal unterscheiden oder auch mal sehen, was ist denn auf der ganzen Fläche los, kann ich auch mal ganz spezifisch um gewisse Problemunkräuter oder eben auch Resistenzproblematiken anzugehen auf dem Feld mechanisch angreifen. Das war jetzt für uns zumindest der Hintergrund, warum wir gesagt haben, so eine Vorabkartierung macht langfristig Sinn, wenn wir so eine Diversifizierung der Strategien haben. Ich meine, Horsch hat da ja auch massiv das Portfolio erweitert die letzten Jahre und die Wissenschaft arbeitet auch in die Richtung. Ich meine, letztendlich ist das für mich ein Teil des Baukostensystems. Also wir sind ja jetzt sehr breit aufgestellt, von mechanischer Umbraubekämpfung bis Standard-Flächenspitztechnologie. Und um zu wissen, wann was wo passt, ist, kann natürlich jetzt eine Drohnenbefliegung
ein Schlüssel sein, um dann die richtige Maßnahme zu setzen. Ja. Das ist, sieht das als einen Baustein. Ist vielleicht aber auch so eine Idee, was man mit so einer Drohnenbefliegung sehr gut hinkriegen kann, sind so Unkräuter, die sich meinetwegen durch ein ganzes Ackerbausystem durchziehen. Ja. Ich denke jetzt vielleicht an eine Winde, die in manchen Kulturen nicht sauber zu bekämpfen ist oder überhaupt nicht zu bekämpfen ist. In Leguminosen zum Beispiel, in Zuckerrüben, dann muss ich es in anderen Kulturen dann dementsprechend bekämpfen. Und dann möchte ich das, wenn ich das mit einem Wuchsstoff mache, vielleicht nicht gerade während der Kolbenanlage bei Mais machen. Und wenn ich jetzt dann einen Mais habe, der die Kolbenanlage hinter sich hat, also irgendwo im Achblattstadium ist, dann habe ich aber auch dieses Problem, dass ich das nicht mehr klassisch mit einer Teilbreitenschaltung hinbekommen kann, also fahrersteuert, weil dann habe ich ein 30-Meter-Gestänge, der Mais hat schon eine gewisse Höhe und ich sehe überhaupt nicht mehr zwischen die Reihen rein. Und das natürlich, wenn ich das vorher durchkartiert habe, eine Applikationskarte habe, dann kann ich da jetzt meinetwegen gegenüber einer Ackerwinde, die ja dann in der Fruchtfolge mit Zuckerrüben oder mit Leguminosen dann rauszunehmen. Oder das wäre eine ideale Sache. Oder Distel geht genauso. Also Saatdistel habe ich ja meistens mit dem Sulfonylharnstoff schon irgendwo erlegt. Aber die Stockdistel, die eigentlich langfristig sich entwickelt hat, die könnte ich da auch sauber durchkartieren und dann rausnehmen. Meine, da sehe ich auch die vernünftige Anwendung für das Drohnensystem, weil da ist jetzt, denke ich, nicht ganz relevant, ob ich jetzt einen Tag vorher, eine Stunde vorher oder eine Woche vorher geflogen bin. Während jetzt im frühen Stadien, im Frühjahr, ist eine Woche vorher nicht gleich zu setzen mit dem Spritztag oder mit dem Arbeitstag. Ja. Das heißt, ich habe dann auch irgendwann ein Performance-Problem, nicht nur von der Datenverarbeitung her, sondern auch von der reinen Drohnenkapazität her. Ich meine, bei den Drohnen ist grundsätzlich ja, denke ich, in Zukunft vorstellbar, dass sowas mal, ich sag mal, teilautomatisiert, ich will gar nicht sagen autonom, stattfinden könnte. Wo geht denn da die Reise hin? Ja, wir verfolgen tatsächlich auch bei uns immer wieder, es tauchen jetzt immer mehr Videos im Internet auf, YouTube oder sonst wo, wo, glaube ich, jeder größere Landtechnikkonzern seine Roboter und so weiter vorstellt. Und wir sehen das genauso. Also wir haben die Drohne eigentlich schon jetzt, was so der nächste Schritt Roboter ist. Wir sind eigentlich nur beim Start aktiv dabei, beobachten auch die Landung, wobei wir schon bei der Landung auch nur noch die Position korrigieren. Die ist mit RTK mittlerweile recht genau. Also wenn wir tatsächlich die Position sehen auf dem Feld, wo sind wir gestartet, dann trifft es meistens auch wieder. Manchmal ist es dann nochmal durch Windabtriff, die sind nicht mehr so stark korrigiert. Steuert der Pilot nach, dass er halt vielleicht nicht im Graben oder in so einem großen Grashalm landet, er dann in den Rotoren landet. Ansonsten funktioniert die komplette Missionsausführung autonom. Also genauso, wie es auch in dem schönen Beitrag von Michael Horsch zu dem Roboter für die Sämaschinen im Prinzip vorgestellt ist, ist es genau einfach ein Spurplanungstool. Das ist für uns natürlich genauso wichtig wie beim Säen. Ist es so bei der Bildaufnahme wichtig, dass wir nicht zu viel und nicht zu wenig Bilder nachher haben, sonst fehlt uns einfach ein Stück vom Feld, ganz einfach. Und dieser Prozess wird immer weiter automatisiert. Also wir hatten schon 2017 Tests damals mit der Telekom und der Deutschen Flugsicherung, also zu Universitätszeiten noch, wo man so BVLOS, Beyond Visual Line of Sight, also außerhalb der Sichtweise des Steuerers geflogen ist. Die sind aktuell noch sehr, sehr teuer. Jetzt mit der neuen EU-Drohnenverordnung ist zumindest mal ein Rahmen dafür geschaffen, dass mal einheitlich geregelt ist, was brauche ich denn für Risk Assessment dafür, um solche Flüge durchführen zu dürfen. Ist immer noch nicht anwendungsrelevant für die Landwirtschaft. Wir sehen aber in den Firmen, mit denen wir jetzt diese Kooperationen starten, also es ist alles Testphase, alles früheste Entwicklung, wir sind da aber dabei, weil die Drohne für uns erst so richtig interessant wird, wenn sie einfach autonom auf dem Betrieb unterwegs ist, ohne dass jemand sie jetzt, wie jetzt gerade noch beim Flug, beobachtet. Was der Landwirt natürlich machen kann, was auch wir viel machen, ist die Zeit nutzen und im Feld selber rumlaufen. Passt auch ganz gut zu unserer Philosophie, weil wir nicht sehen, und das ist ja auch so ein bisschen Thema des heutigen Abends, dass die Drohne oder diese Auswertung komplett das menschliche Auge ersetzt oder die Entscheidungen übernimmt, sondern wir sehen eigentlich vielmehr eine Skalierung der Entscheidung, die der Landwirt im Feld getroffen hat in dieser Technologie. Das heißt, er ist immer noch im Feld, guckt sich seine Spots an und weiß dann aber, wenn er sich auf dem Drohnenbild nachher oder die Auswertung für diesen Spot anguckt, aha, so habe ich wahrgenommen, so wäre jetzt die Auswertung, und kann dann anpassen und skaliert damit die Entscheidung im Prinzip aufs ganze Feld. Und deswegen gehört diese Automatisierung für uns zur Drohne dazu. Wie, also das ist jetzt ein Anfang und es muss immer weitergehen, bis sie alleine unterwegs ist auf dem Betrieb. Jetzt vielleicht noch mit zu den technischen Randbedingungen. Wenn wir jetzt von sehr hochauflösenden Applikationskarten reden,
Welche Datenmengen entstehen da? Es muss ja auch dann auf der Maschine verarbeitbar sein. In der Regel haben wir ISBUS-Systeme drauf. Wo ist man da momentan? Für uns ist ja erstmal die Thematik, wie bekommen wir es überhaupt berechnet? Wir können das tatsächlich auf dem Betrieb machen. Über Mobilfunk haben wir aktuell unsere Probleme, diese Daten wegzubekommen. Wir reden da über 20 Gigabyte pro Hektar, die wir aufnehmen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, diese Daten in die Cloud zu bringen. Tatsächlich recht physisch erstmal. Wir haben allerdings jetzt auch schon einige Betriebe dabei, die dann eine Glasfaseranbindung haben auf dem Betrieb. Da ist das überhaupt kein Problem mehr dann. Und in der Cloud sind wir nahezu uneingeschränkt von der Rechenkapazität her. ISOBUS ist ein gutes Thema. Wir haben da ja mit euch auch sehr enge Entwicklungskooperationen und da gehen wir wirklich so schrittweise. Also wir können die Auflösung draufbringen. Es ist dann immer eine Frage der Datenmenge, die nachher im Terminal verarbeitet werden kann, wo wir schon sehen, dass wir da aktuell eher noch so im unteren zweistelligen Hektarbereich sind, was da vom Terminal dann wirklich in dieser feinen Auflösung verarbeitet werden kann. Das Schöne bei uns ist, je nach Anwendungsfall können wir die Daten ausgeben, wie wir wollen. Also wir können jedes Datenformat ausgeben und können auch die Polygongrößen verändern. Wenn die Spritze jetzt sagt, ich mache irgendwie immer nur einen Meter große oder einen Quadratmeter große Spots, ist es möglich. Genauso gut könnten wir kleinste Punkte abgeben, weil bei uns die Unkraut Position immer als Punktkoordinate vorliegt im Endeffekt. Aber das Thema Daten, um das vielleicht zu ergänzen, also wir haben das gleiche Problem, dass wir sammeln an, wenn wir einen langen Arbeitstag haben mit einer Feldspritze, sind es, also jede Kamera sammelt an einem Arbeitstag ungefähr 1 Terabyte an Daten. Die kann ich nirgendwo speichern und ich bekomme dann auch keine, wenn ich jetzt 36 Meter Spritze habe mit 36 Kameras, 36 Terabyte irgendwo hochzuladen. So ein DSL möchte ich auch gern zu Hause haben. Somit die Daten müssen maximal reduziert werden, sodass sie auf die relevanten Daten zurückgeführt werden. Das sind dann Unkrautkarten, das sind Spraykarten, Applikationskarten, die dann wieder hochgeladen werden. Und selbst das sind dann schon Größenordnung 100 Megabyte in der Auflösung, die wir, die wir darstellen. Was aber dann wieder hilft für die historische Aufarbeitung der Daten fürs nächste Jahr. Je genauer ich natürlich dort meine Zentren kenne und auch dann abschätzen kann, wie weit treibt denn vielleicht ein Samen aus, habe ich da natürlich andere Möglichkeiten für die Zukunft. Was ich auch so spannend finde, ist, wenn ihr jetzt mit eurer Drohne zuerst rüberfliegt und dann sagt, okay, wir geben dann Spots aus, Landwirt, bitte schau hin, was ist auf dem Spot, dass man dann dementsprechend sagen kann, okay, wie sieht meine Aufwandmenge aus, wie sehen meine Wirkstoffe aus, die ich dann in meine Spritze einfülle, damit ich dann auch wirklich alle Unkräuter, die in den Spots dann dementsprechend auftreten, dann schon erledigt habe. Da habe ich ja dann so Entscheidungshilfe oder Entscheidungsfindungsphase bei den absätzigen Sachen. Wie geht es dann bei den Online-Verfahren? Das heißt, da sollte ich auch als Landwirt dann vorher mal drauf geschaut haben, genau, um dann zu gucken, dass ich dann auch den richtigen Wirkstoff oder den richtigen Mix mitnehmen kann, damit dann nachher auch die Kamera das dann sauber steuern kann. Genau, also der Landwirt muss vorher eine Bonitur machen, muss auf sein Feld, damit das Unkrautspektrum mal klar ist. BASF Xavier bietet auch eine Handy-App an, kann dann einfach Fotos machen, dann bekommt er da auch eine prozentuale Verteilung von den verschiedenen Unkräutern, die dann automatisch ins System auch eingefüttert werden können. Aber man kann das auch ganz einfach per Hand eingeben und dann ergibt sich im Endeffekt, je mehr Daten da sind, vielleicht auch noch Bodendaten aus irgendwelchen Bodenproben, eine Empfehlung, welches Programm ist denn geschickt und welches Mittel fülle ich denn eigentlich in den Tank ein, bevor ich jetzt rausfahre. Umgekehrterweise, häufig haben die Landwirte im Herbst schon bestellt. Und wenn er dann seine Bonitur macht, ist das Herbizid schon am Hof, also dass er jetzt spontan nochmal was Neues nachkauft, ist dann auch eher selten. Also somit, die Flexibilität hat einfach auch logistische Grenzen. Darf ich da nochmal nachfragen, weil ich dieses Vorgehen von Xavius so interessant finde, da auch nochmal ganz detaillierte Aufnahmen mit reinzunehmen, um dieses Vorwissen abzubilden. Ich weiß nicht, wie das bei euren Datensätzen aussieht. Wenn wir die Karten angucken, stellen wir oft fest, dass wir wirklich ganz zonale, also das ist ja auch lang bekannt und vor allem dann im Vorgewende natürlich nochmal andere Unkraut, Arten haben und aber auch eine ganz andere Verteilung und dann wieder andere Arten, die sehr zonal vorkommen.
Gebt ihr auf Basis von historischen Daten oder auch von anderen Karten, wenn ich zum Beispiel die Topografie angucke, Empfehlungen, wo diese hochdetaillierten Aufnahmen gemacht werden sollen? Also wir machen eigentlich grundsätzlich überall hochdetaillierte Aufnahmen, weil wir gar keine, oder wir haben jetzt gar keinen Algorithmus drin, die runterzusetzen, sondern wir arbeiten immer auf hohem Präzision, nur was wir dann... Ich meine für das Vorab-Scouting. Achso, für das Vorab-Scouting. Da vertrauen wir zum einen, dass der Landwirt sein Feld mal kennt und weiß, dass hier am Wasserlauf muss er mal ein Foto machen oder muss berücksichtigen, dass da was anderes ist als jetzt im Vorgewende oder zentral im Feld. Wir sehen es aber auch sehr schön dann in den Unkrautverteilungskarten. Nachdem wir drüber gefahren sind, siehst du halt genau, wo ist irgendwie auch Wasser, wo ist Feuchte, auch Topografiedaten sind dann in den Unkrautkarten manchmal wirklich gut zu erkennen. Das ist erstaunlich, ja. Also wenn man jetzt mit so einem Kamerasystem, da würde ich jetzt eigentlich immer denken, okay, jetzt habe ich das jetzt ziemlich genau aufgenommen. Ich treffe jetzt meine Mittelwahl, das heißt, ich weiß, was ich dann habe. Dann wird sich das bei mir jetzt so ein bisschen mit dem Vorbestellen widersprechen. Eigentlich müsste ja dann, um dieses so zu Ende zu denken, müsste man dann einen sehr variablen Produktlieferung dann dementsprechend haben, sodass man das kurzfristig machen kann. Und was mir dann jetzt noch so ein bisschen eine Frage aufstellt, nur dann ist es zu Ende gedacht, dass man dann wirklich da sehr präzise sind. Da müsste dann vielleicht auch die Lieferketten sich da ein bisschen beschleunigen. Was dann noch ist, wenn ich jetzt ein absätziges Verfahren habe, dann weiß ich ja genau, wie viel ich ansetzen muss. Das heißt, ich weiß, ich brauche 2.500 Liter Spritzbrühe, die setze ich dann an und dann kann ich dann losdüsen. Wie sieht es bei so einem Online-Verfahren aus? Gibt es da irgendwelche Prognosemodelle, sodass ich so ungefähr weiß, was ich denn ansetzen muss, um wenig Restmengen zu haben? Also Punkt 1, ich glaube, als BASF-Berater, ich glaube, das wäre sehr geschickt, da zu wissen, wann wird welches Mittel, und ich denke, die Kollegen sind da auch schon, haben die gleichen Ideen. Also Punkt 1, das ist eine Frage der Zeit noch. Punkt 2, es gibt tatsächlich eine Prognose, wenn ich genügend Daten eingegeben habe, dass ich eine Erwartungsmanagement machen kann. Das basiert aber, so habe ich es verstanden, ohne dass ich jetzt die Details kenne, im Wesentlichen auf den Wetterdaten, sodass ich weiß, okay, oder beziehungsweise Dünge und Wetter, dass ich eine Art Unkraut-Populationsentwicklung auf Basis von Pflanzenmodellen da prognostizieren kann. Das ist, glaube ich, der Hauptinput. Müsste ich jetzt aber die Kollegen im Detail nachfragen, die das wirklich dann berechnen. Aber Theo, schreit es nicht noch förmlich nach Direkteinspeisung, wenn wir jetzt die Diskussion so ein bisschen anhören? Ja, das wird dann noch schreien, aber da sind wir, glaube ich, auch noch ein bisschen von dem Wunschgedanken weg, was du vorhin skizziert hast, Bernhard. Also zu dem Thema Mittelvorberechnung, ich meine, ehrlich gesagt, es ist dann ziemlich egal, ob zum Schluss noch 100 Liter oder 120 Liter drinbleiben, wenn was drinbleibt. Es hat immer ein Problem, das dann irgendwo zu entsorgen. Und mich würde noch was anderes interessieren, kurz, weil du vorhin diesen Wunschgedanken oder diesen visionären Blick eingebracht hast. Ich kann mich erinnern, dass auf der Agritechnica, wann war das, 2015 oder 2017, ich glaube 2017 war es, Bosch ein KI-basiertes Kamerasystem vorgestellt hat, zum Blumentopf gehabt mit verschiedenen Unkräutern drin, und das Ding hat genau, exakt, blitzschnell, wunderbar erkannt, welches Unkraut das ist. Und oben drüber war so ein Vierfachdüsenkörper mit vier verschiedenen Zudosierleitungen und extrem schnell schaltendes Pulsventil, wo auch noch die Menge genau dosiert worden ist. Ich bin davor gestanden und gesagt, boah, wir haben was verpasst. Es gibt's nicht, wir haben es verschlafen. Jetzt hat man nichts mehr davon gehört, und jetzt, was ich jetzt heute verstanden habe, ist, dass ihr letztendlich auch in Anführungszeichen nur eine Grün-Braun-Erkennung macht mit noch einer zusätzlichen Reihenerkennung. Wie weit ist man von diesem 2017er Modell weg? Genau, also 2017 war eine langfristige Produktvision, wo wir, denke ich, auch hinwollen, aber wahrscheinlich 2030 plus irgendwo landen werden. Okay, das ist um es mal auf den Punkt zu bekommen, dass wir aktuell vier Mittel direkt einspritzen, da haben wir jetzt aktuell keinen Landmaschinenhersteller gefunden, der das mit uns umsetzen möchte. Sind wir mal so. Aber ich komme darauf gern nochmal zurück. Es sind aber auch, muss man ganz ehrlicherweise sagen, ich bin da ein Freund, klein anfangen und dann sukzessive besser werden. Es ist eine neue Technologie. Die Landwirte, die sowas einsetzen, müssen das auch verstehen, die müssen es auch einsetzen wollen. Und
wenn das am Anfang schon zu kompliziert wird, dann erzeugt es typischerweise, ist es nicht das Richtige, gleich mit einer eierlegenden Wollmilchsau in den Markt zu starten. Somit, das ist das, wo wir langfristig auch, ich denke, da sind wir auch überein, dass wir ein langfristiges Bild, das sehr schön wäre. Kurzfristig, ich würde jetzt nicht sagen Green und Brown und Reinerkennung, es ist schon ein bisschen diffiziler, aber es ist tatsächlich so, dass wir für die Reinkulturen Unkraut erstmal generisch erkennen, dann klar auf unserer Entwicklungsroadmap sind dann auch die Spezialunkräuter, die uns in den einzelnen Kulturen besonders Probleme machen. Dort dann auch wieder für jede Kultur halt meistens 1, 2, 3 Unkräuter. Da haben die Kollegen von BASF uns schon eine schöne Liste gegeben, was wir alles abzuarbeiten haben. Und dann natürlich, was jetzt für Europa natürlich auch relevant ist, die Feingetreidearten Weizen und Roggengerste. Das steht natürlich auch auf der Pipeline, aber das ist noch mal ein bisschen schwieriger, um es mal einfach technologisch zu sagen. Und auch dort, das wird ein inkrementeller Weg und wird ein bisschen dauern, aber ich denke, wir werden dort landen. Und dort werden aber auch wahrscheinlich zuerst die Dekotylenpflanzen kommen, sodass man die erkennen kann, weil Gras in Gras ist sicherlich auch noch einmal, sagen wir mal, so noch mal eine Potenz höher an problembehafteten Algorithmen, oder? Ja, also wir sagen mal so, wir trauen uns auch das Schwierige zu und haben da tatsächlich auch schon mit begonnen, mit Acker-Fuchsschwanz in Getreide uns mal da Gedanken zu machen in Winterweizen. Aber auch das ist nicht einfach. Vor allem, da ich ja dort auch in einem sehr frühen Wachstumsstadium den Acker-Fuchsschwanz erkennen muss. Und dort landen wir aktuell eher bei Ideen, die dann so eine Mischung aus Spotten und absätzigen Verfahren in der Kombination, wo wir dann auch Daten wirklich bewusst speichern, eher im Sinne dann wie mit einer Drohne, um dann für folgende Behandlungen dann Saatbett eben dann zu reduzieren. Ja. Aber das ist noch wirklich ganz früher Forschungsstadium. Können wir vielleicht nochmal für unsere Zuschauer so ein bisschen erklären, was ist denn die Herausforderung tatsächlich, Bilder zu generieren von, nehmen wir mal nur die Dikotylen, unsere Dikotylen-Unkräuter her, die wir da haben, um so eine KI anzufüttern. Was sind da tatsächlich die Hürden dabei? Vielleicht mehr Erfahrung unsererseits zu dem Thema, weil ich bin jetzt relativ neutral, also ich muss jetzt kein Kamerasystem verkaufen, möglicherweise. Also wir beschäftigen uns jetzt seit 2 Jahren mit Kamerasystemen, weil wir einfach wissen wollen, wie weit ist die Technologie wirklich und wo bringt es was und wo ist man eher in einem relativ frühen Prototypenstadium. Und wir haben uns mal dieses Jahr die Aufgabe selber vorgenommen, Zuckerrüben von Unkraut zu unterscheiden. Wir haben gesagt, wir wollen die Zuckerrübe erkennen und alles, was nicht Zuckerrübe ist, das ist zu behandeln. Und haben dazu jetzt Unmengen an Bildern aufgenommen in verschiedenen Wachstumsstadien. Das Bildmaterial zu erzeugen war jetzt nicht das große Problem. Ein Versuchsträger über den Acker gefahren bei verschiedenen Bedingungen. Die ganz große Herausforderung ist das Labeln. Das heißt, ich muss ja dann ein Mensch muss sich vor das Bild setzen und muss sagen, das ist jetzt eine Zuckerrübe, das ist keine Zuckerrübe, Zuckerrübe, keine Zuckerrübe. Und das ist Handarbeit. Also zumindest, man kann es ein bisschen automatisieren, aber es ist sehr, sehr, sehr viel Handarbeit dabei. Und unsere Erfahrung war, dass es halt einfach nicht reicht, 100 Bilder zu labeln oder 1000 Bilder zu labeln, sondern es geht in 5000, 10.000, 100.000er Bereich rein, unter allen Bedingungen. Das heißt, Lichtverhältnisse, bewölkte Bedingungen, Sonnenlicht, Sonne von hinten, Sonne von vorne, Verschattungen und alle diese bei allen Wachstumsstadien noch dazu. Und das alles abzubilden, ist einfach ein Wahnsinnsaufwand in dieser Vorarbeit. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Wir haben mit einem Kamerasystem, haben uns die Aufgabe vorgenommen, Distel aus Weizen rauszuspritzen in einem sehr späten Stadium, wo man es eigentlich schon nicht mehr machen sollte, aber die Distel war gut erkennbar, weil sie über den Weizen rausgewachsen ist. Und also eigentlich eine relativ einfache Aufgabe, meint man. Und wir haben ungefähr eine Trefferquote von 50% erreicht. Das heißt, 50% hat das System erkannt, 50% hat das System nicht erkannt. Jetzt kann man sagen, ist es viel oder ist es wenig? Aus meiner Sicht ist es noch zu wenig, um zu sagen, das System wäre marktreif und wir können es jetzt verkaufen und der Kunde hat einen Vorteil dabei.
Es ist aber auch nicht so zu wenig, dass man sagt, es würde keinen Sinn machen, da weiter dran zu arbeiten. Aber was wir da auch festgestellt haben, Lichtverhältnisse machen einen riesen Unterschied. Ich habe deswegen auch eine sehr ausgefallene oder aufwendige Beleuchtung mit dran. Das mag so seinen Grund haben. Ja. Sonneneinstrahlung von hinten, von vorne macht einen riesen Unterschied. Auch die Tageszeit macht einen riesen Unterschied. Also wie schaut die Blattstruktur der Distel aus? Ist sie jetzt vielleicht ein bisschen eingekräuselt, weil es gerade heiß ist, oder ist sie richtig offen, weil wir eine hohe Luftfeuchtigkeit haben? Also all diese Bedingungen vorher abzubilden, das System damit zu trainieren, das ist eigentlich der Riesenaufwand. Was nicht heißt, dass es nicht möglich ist, aber ich bin gespannt, ob es möglich wird, auch sagen wir mal, Unkräuter wirklich dann in allen Wachstumsstadien zu klassifizieren. Die Kulturpflanze, denke ich, ist möglich. Also erstmal bin ich ja froh, dass du nachvollziehen kannst, wie mein Team hier gelitten hat und immer noch schwitzt und immer noch kämpft, damit das möglich wird. Aber tatsächlich ist es möglich. Also es ist tatsächlich sehr schwierig, diese einzelnen Spezialunkräuter zu identifizieren. Also das ist wirklich dann wirklich die ganz hohe Kunst. Deswegen lassen wir uns da auch noch ein bisschen, trauen wir uns das jetzt nicht im ersten Schritt, weil wir auch da noch eine ganze Menge an Bildmaterial sammeln müssen, Daten sammeln müssen, damit wir dort eben in Bereiche kommen, die bei wirklich ganz wenigen Prozent liegen. Also die 50% wären für uns jetzt kein, überhaupt nicht denkbar, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Bei uns sind wir da wirklich im wenigen einstelligen Prozentbereich, wo wir noch Akzeptanz dulden. Und dann liegen wir auch in der Größenordnung, wie wir es von einer normalen Flat-Applikation. Auch dort passieren Fehler, auch dort habe ich Driften, auch dort habe ich Lücken, habe Überdeckungen, dass mal ein Blatt über einem Unkraut liegt von einer Kulturpflanze, und dann bin ich auch bei ganz wenigen Prozent. Also das ist so die Anforderung, die wir uns gestellt haben, und die Herausforderungen sind da, aber ich sehe es genauso. Es ist eine Frage noch der Zeit, bis wir da hinkommen und diese Prozentzahlen der Genauigkeit erreichen, dass wir jetzt für uns gesprochen uns zutrauen, das dann auch wirklich zu verkaufen. Mhm. Deswegen starten wir mit den etwas einfacheren Reihenkulturen. Ich denke auch, das macht auch Sinn, eher jetzt zu überlegen, was ist mit dem relativ geringen Aufwand, wobei der Aufwand auch nicht ganz gering ist, aber was ist mit dem jetzig akzeptablen Aufwand für ein Verfahren möglich? Und da sind wir eben bei den angesprochenen Reihenkulturen in Kombination mit Flächenspritzung oder mit mechanischer Unkrautbekämpfung. Das, denke ich, macht jetzt Sinn, um auch so mal ein bisschen die Erwartungen zu managen von unseren Zuschauern. Nichtsdestoweniger möchte ich das nochmal sagen. Also das lohnt sich trotzdem. Also, also nur, dass wir da mal auch darüber reden, jetzt ein bisschen über Kosten und Benefits. Also selbst in den Reihenkulturen haben wir mit den Einsparungen 50-70%. Wenn ich überlege, eine Zuckerrübe hier in Deutschland, ein Spitzprogramm 240 Euro Größenordnung, ich spare 70%, ich spare 160 Euro pro Jahr an Herbizidkosten. Da kann ich mir schon dann auch mal ein System leisten, das dann auf einer Spritze dann doch ein bisschen teurer ist. Also somit, was wir sehen, ist für die größeren Betriebe, die natürlich auch dann die großen Spritzen haben, die 36, 40 Meter Spritzen, dass dort ein Return of Invest von 2-4 Jahren gut möglich ist. Ich glaube, es ist interessant, das Stichwort Thema Kosten oder Bezahlsysteme. Jens, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass natürlich neben dem Einmal-Invest in die Technik gewisse laufende Kosten da sind. Wie ist das Ganze gestaffelt? Genau, also wir haben das Konzept, dass wir eben mit Xavio zusammen einen agronomischen Support anbieten. Wir sind auch der Einschätzung, so ein System einfach so anzubieten auf einer Feldspritze, irgendjemand, der jetzt da jetzt nicht so einen Bernhard neben sich sitzen hat und der ihn da beraten kann, wird schwierig und führt zu Fehlern und erzeugt Enttäuschungen, die dann so eine Technologie auch im Markt kaputt machen können. Deswegen unser System mit einer agronomischen digitalen Beratungslösung, und ich zahle einmal ein System, das verkaufen wir dann an Landmaschinenhersteller und die verkaufen es dann an den Landwirt, und zusätzlich ein Service, der kann dann entweder hektarbasiert sein, also ich zahle dann wenige Euro pro Hektar als Fixpreis, oder von den Einsparungen, die dieses System erzielt, will dann
Xavio 30% und 70% bekommt der Landwirt. Das ist ein anderes Bezahlmodell, das wir auch gerade im Markt testen. Und ich denke, bei digitalen Lösungen wird sich noch herauskristallisieren, was am Ende wer mag. Aber ich denke mal, das sind zwei Ansätze, wo der Landwirt die Wahl hat. Ich mache es entweder wirklich, ich gehe weniger Risiko ein oder ich zahle einen Fixpreis, weil dann weiß ich, was ich habe. Mhm. Also beides wird gehen. Es hängt dann davon ab natürlich, welche Fläche behandle ich, welche Kulturen sind es. Und dann gibt es entsprechend Preisstaffeln. Ja. Mhm. Okay. Robin, bei euch? Bei uns sind die Überlegungen eigentlich genau die gleichen. Und ich denke, da wird sich auch irgendwie ein Preismodell rausgestalten. Uns am liebsten wäre im Moment eigentlich auch die Partizipation an der Einsparung, weil das einfach den Vorteil hat, wir verdienen, wenn der Landwirt was verdient, wenn er spart. Das würden wir jetzt für ein sehr faires Modell halten. Die Kosten muss man natürlich so hinbekommen, dass das auch für jede Kultur entsprechend angepasst ist. In der Zuckerrübe kann er viel mehr einsparen als jetzt im Weizen, wo es schon schwer wird, dann quasi überhaupt jetzt, also wenn man jetzt annimmt, dieses System funktioniert dann in ein paar Jahren im Weizen, ja, dann sind ja da die Kosten, die er reduziert, viel, viel geringer. Aber auch die Hardware ist natürlich das Thema, die muss natürlich irgendwie erstmal auf dem Betrieb sein. Wo wir auch wieder gesagt haben, Drohne natürlich, die kann über die ganze Vegetationsperiode für sämtliche Kartierungen, von der Düngemittelkartierung bis hin zur Bewässerungskarte, Schadensbonitur für die Versicherung und so weiter. Das heißt, er hat dann eben mit der Technik, die er sich kauft, nicht nur irgendwie ein Herbizideinsparmöglichkeit, die er realisiert. Und dann für jede Aktion, wo er es einsetzt, dann eben im Rahmen dessen, was er damit spart oder optimiert, einen gewissen Gebühr bezahlt. Wir erleben das eigentlich aktuell so ein bisschen in der Softwarebranche, wo wir halt merken, okay, wir bezahlen eigentlich nur noch Abos, wo wir dann entscheiden, brauche ich das Ding jetzt eine Woche, dann bezahle ich es auch nur eine Woche oder einen Monat meistens oder nehme ich es ein ganzes Jahr. Wir bekommen da relativ häufig dann von Außenstehenden oder auch aus der Landwirtschaft ein bisschen Kritik, so, ja, glaubt ihr denn, das, weil der Landwirt irgendwie gewohnt ist, ich kaufe das einmal und dann habe ich das. Wir sehen es so ein bisschen wie Verschleißmaterial, also wenn ich irgendwie jetzt einen Kupfer kaufe, dann braucht der auch neue Zinken irgendwann und wir könnten jetzt natürlich auch eine Drohne anbieten und dann sagen, hier, viel Spaß damit und nach einem Jahr wird der Bauer oder der Landwirt anrufen und fragen, was soll ich mit diesem alten Algorithmus, also der dieses Produkt ergibt keinen Sinn auf dem Betrieb, wenn ich nicht ständig an dieser Software, an der Auswertung weiterarbeite. Und daher ist es auch, denke ich, für den Landwirt das Schmuckeste, wenn er weiß, ich bezahle nur, wenn ich einen Vorteil habe und ansonsten ist im Zweifel die Investition halt noch da in die Technik, die sich aber nachweisen lässt, dass sie sich amortisiert. Ich glaube, was man vielleicht überlegen muss, ist, auch wenn das jetzt eine Teil der Landmaschine ist, ist es doch eher zu sehen wie ein Verbrauchsmaterial. Ich spare Herbizid. Das gebe ich auch jedes Jahr, muss ich neues Herbizid kaufen. Jedes Jahr haue ich das aufs Feld drauf. Weg, Geld ist weg. So eine Software ist im Endeffekt eine Substitution dieses, ich kaufe mein Herbizid und gebe das aufs Feld. Das ist der Unterschied und ja. Somit ist es auch in unserer Logik eher ein kontinuierliches Bezahlmodell, wo auch dann jeder an der Weiterentwicklung, wenn wir jetzt dann gewisse Spezialunkräuter erkennen können, dass da jemand partizipieren kann an den neuen Sachen und nicht einen Einmalkauf. Naja gut, meine Feldspitze nach 5 Jahren oder 10 Jahren, naja, verkaufe ich sie vielleicht weiter oder auch nicht. Ist aber auch ganz klar da zu sehen, dass sich dieses Produkt ja auch verändert in seiner Leistung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an das Kamerasystem denke, auch von euch, ist ja egal, welches jetzt Drohne, so eins, da kann ich auch vielleicht einer Firma ein Versprechen abnehmen und sagen, ich kaufe das jetzt und in 2 Jahren kann ich damit in jede meiner Kulturen reinfahren, weil es dann soweit ist. Und da brauche ich keine andere Hardware mehr. Das heißt, dieses Produkt ist viel, viel variabler in seiner Lebenszeit im Prinzip und deswegen zahle ich auch nur für das, was ich nutze. Und genauso wenig macht Sinn, dass ein Landwirt für die Entwicklung von irgendeiner Sonderkultur bezahlt, für die er nie reinfährt, mit der er eigentlich im Prinzip nichts zu tun hat. Ich denke, aus dem Gesichtspunkt heraus sind diese Preismodelle, die sich da jeder irgendwie so jetzt ausdenkt und wo man sich auch ganz klar gegenseitig beobachtet, wer macht was, wie kommt es auch an. Ich glaube, man müsste ein bisschen differenzieren in dem Bereich grün-braun, also das ist ja der bekannte Bereich, da gibt es ja Systeme, die kaufe ich und benutze ich und da gibt es auch letztendlich nicht viel zu verbessern dran. In dem Green-Green-Bereich, da denke ich auch, dass das über die Jahre
immer besser werden wird. Und da wäre es sträflich, jetzt ein System zu kaufen, um zu glauben, na, das war es jetzt für die nächsten 5 oder 10 Jahre. Das wird leben. Ähnlich wie jetzt ein Elektroauto zu kaufen und zu bezahlen, ist fatal. Also wenn, dann leasen, und nach 3 Jahren gibt es ein neues, weil in 3 Jahren fahren die nämlich doppelt so weit wie heute. Und ähnlich sehe ich es bei der Kameratechnologie auch. Wichtig ist nur, dass die Einstiegshürde, denke ich, möglichst gering ist für den Landwirt. Wenn der Landwirt 50, 60, 70.000 Euro für ein Kamerasystem kaufen muss und on top entweder pro Hektar oder für seine Savings bezahlen muss, da bin ich gespannt, wie viel da das Wagnis eingehen werden. Werden wir sehen. Ich denke, die sich sowas überlegen, werden hoffentlich das mal durchrechnen. Und wenn die dann sehen, sie haben, was weiß ich, so und so viel Hektar Zuckerrübe und sparen dann im Jahr die 160 Euro pro Hektar, dann können sie sehr schnell rechnen, okay, was weiß ich habe jetzt 200 Hektar, das sind 30.000 Euro, was ich da einspare, nur in der Zuckerrübe, und dann habe ich noch ein bisschen Mais und Sonnenblume, was auch immer. Das heißt, da habe ich meine 30.000 dann gespart und 70.000. Wenn es denn so ist, ja. Also ich denke, da können wir inzwischen schon, hat man ja vorhin schon gesagt, egal welcher Hersteller und welches Produkt es jetzt ist, das zeigen eigentlich schon die Daten, dass wir in den Bereich reinkommen. Mhm. Ja. Aber haben wir da nicht sowieso in Europa einen Katalysator dahinter, der das beschleunigen wird? Ich nenne jetzt nur mal wieder unseren Green Deal, die 50%. Die stecken ja immer noch, oder die schweben ja immer noch im Raum. Die Basis wird man klären müssen, und wo man es anwenden muss, wird man klären müssen. Aber ganz grundsätzlich, Bernhard, glaube ich, könnte es ein Wahnsinnskatalysator für so Technik werden, oder? Ja, also das definitiv. Wenn wir da mal genau wissen, wie die 50% dann zu interpretieren sind. Und es sieht ja auch so, wenn wir einen Koalitionsvertrag anschauen, geht er ja in die ähnliche Richtung, dass im Endeffekt da sehr viel Forschung oder sozusagen Entwicklungspotenzial, Förderung bei Applikationstechnik, bei Digitalisierung und dem Ganzen, dann ist natürlich auch das Ziel, dass es irgendwann mal flächendeckend dann zum Einsatz kommt. Und ich denke, das wird schon einen gewissen Katalysatoreffekt dann auslösen. Mhm. Oder andersrum gefragt an die Runde, ist Europa der Markt, wo man das am ehesten in breiter Anwendung sieht, oder ich sag mal, lugen wir auch oder lugt ihr auch auf andere Märkte, wo ihr sagt, na, da ist vielleicht das Potenzial noch höher? Also klar, die Reinkulturen sind in den Südamerika, Nordamerika natürlich viel, viel stärker vertreten. Ja. Und dort sehen wir definitiv auch erstmal sehr große Anwendungsfelder. Europa würde ich fast eher Osteuropa durch die größeren Flächen, die dort behandelt werden, sehen. Aber auch hier Ostdeutschland, große Betriebe, auch viel Zuckerrübe, Mais, das sind schon die interessanten Kulturen, wo wir jetzt aktuell bedienen können. Somit sehe ich da auch heute schon einen signifikanten Markt in Europa, aber den noch größeren Markt in Brasilien und den USA. Ja. Also wenn meine tägliche oder was wir so die letzten Jahre an Nachfrage gehabt haben, war wieder differenziert. Also das Thema Grün-Braun kommt ganz stark aus den klassischen Direktsaatgebieten, Australien, Kasachstan, Teile Russlands. Es gibt ja Lösungen mit dem genannten Systemen, bloß jetzt nicht unbedingt auf einer Flächenspritze einfach integriert. Und was danach gefragt wird, ist ein System geschlossen oder integriert in unsere Spritztechnik. Das macht auch absolut Sinn und ist auch technologisch darstellbar. Bereich Grün in Grün stellen wir auch sehr viel Nachfrage fest, bloß da merkt man, da ist eben dieser Erwartungslevel sehr unterschiedlich. Mhm. Viele meinen, okay, Grün in Grün heißt, ich habe jetzt 30 verschiedene Umkräuter und das System spritzt mir da genau, punktgenau das raus, was ich will. Und da haben wir eben eher in der Vision oder was anzustreben ist. Was aktuell Stand ist, da bedarf es ein bisschen noch Aufklärung und auch Beispiele. Das ist eben genau dieses Verfahren, was wir jetzt heute besprochen haben. Wo macht es Sinn, in Rübe, Reihenkulturen, Reihe erkennen, zwischendrin die rauszuspritzen, einen bestimmten Threshold zu akzeptieren, dann komme ich eben auch auf die 50%. Threshold, was bedeutet aber das? Dann Umkehrschluss, das heißt, ich meine Fruchtfolge, mein Bewirtschaftungssystem auch entsprechend darauf anpassen, damit ich mir nicht irgendwelche Probleme im Feld da erzüchte. Und das bedarf noch ein bisschen mehr Aufklärung und Schulung. Klar, also deswegen ohne, nochmal,
sage es nochmal, ohne einen agronomischen Support und ohne eine agronomische Beratung, die so ein System einfach nutzbar macht und auch Sicherheit gibt und dann auch eine gewisse Verantwortung für übernimmt im Sinne von, da ist eine klare Empfehlung, nimm das Spitzprogramm und behandelt es so, fahr zu dem Zeitpunkt rein, ist so ein neues System schwierig im Markt zu platzieren oder vielleicht, oder es wird auf alle Fälle zu Verunsicherungen, zu Verärgerungen und damit auch zum Schaden im Markt führen für so eine Technologie. Ja. Und ja, Beratung ist ein ganz großes Thema und auch aus den Gesprächen mit Landwirten, die jetzt sowas schon von uns getestet haben, sehr viel positive Rückmeldung. Klar, auch einige kritische Stimmen, das hat man immer, aber überwiegend würde ich mal sagen, also aus dem Bauch raus, 50% hätten mal sowas jetzt mal gekauft. Was jetzt für sowas Neues, Neuartiges sehr guter Wert ist aus meiner Sicht. Ja. Normalerweise. Wobei die Frage, ob kauft oder nicht kauft, in Zukunft vielleicht nicht nur von den aktuellen Einsparungen abhängt. Also wenn man jetzt Richtung Farm-to-Fork-Green Deal denkt, dann kann es ja durchaus sein, dass wir gezwungen sind, solche Verfahren einzusetzen, obwohl es vielleicht jetzt noch gar nicht wirtschaftlich wären, aber dann werden sie es werden, weil es gar nicht mehr anders geht. Es könnte dazu sogar sein, Conviso ist ein gutes Beispiel, ist nur eine Bandapplikation in Deutschland zugelassen. Jetzt könnte es theoretisch möglich sein, dass zukünftig Mittel zugelassen werden, aber nur mit dem Spot-Spray-Verfahren. Um vielleicht sogar höhere Konzentrationen auf einen bestimmten Spot dann zuzulassen. Ist alles denkbar. Aus meiner Sicht, der Brasilien bekommt keine Subventionen, hat keinen politischen Druck. Und trotzdem ist dort eine sehr hohe Nachfrage danach. Wirtschaftliches Denken, das steht da im Vordergrund. Die sind wirklich am Weltmarkt aktiv und zeigt mir, dass das natürlich ein großer Vorteil ist, wenn die Politik sowas unterstützt und auch fördert oder fordert, aber heißt nicht, dass es nicht unattraktiv finanziell für den Landwirt ist. Also das ist aus meiner Sicht die Basis trotzdem. Ja. Auch wenn natürlich jetzt durch die Bauernmilliarde sehr viel investiert wurde und auch alle Werke gut ausgelastet sind, keine Frage. An einer Stelle möchte ich noch mal kurz ansetzen, Thema die Erkennung der Monokulturen. Also Gräsern, die da daherkommen. Vorhin hat es mal gesagt, okay, oder hast du gesagt, Jens, ihr habt einen ganz klaren Fokus drauf auf die Problemunkräuter und in letzter Konsequenz auch Ungräsern. Reicht die Auflösung überhaupt aus, um einen Ackerfuchsschwanz, einen ganz jungen, der im Prinzip auch noch kerzengerade steht und ich von oben drauf schaue, reicht das aus? Ist das realistisch, sowas erkennen zu können? Mache ich jetzt mal noch keine klare Aussage, aber ich bin jetzt Optimist. Sag es mal so. Aber wir haben es noch nicht ausreichend getestet. Ich mache jetzt, wie gesagt, wir sind da dran. Der Ackerfuchsschwanz ist ja insbesondere in England ein Problem. Deswegen schauen wir uns auch dort das an. Kann ich aber jetzt noch. Also ich habe die gute Hoffnung, auch weil wir dort jetzt nicht mit. Ich muss ihn sofort erkennen und sofort behandeln, sondern ich kann Daten sammeln, die später nachprozessieren und dann eine weitere Empfehlung geben. Das ist für den Ackerfuchsschwanz, so haben wir zumindest dort die in England Experten des Ackerfuchsschwanzes erklärt, macht dort mehr Sinn. Dann über VRAK, also über variable Applikationskarten später versetzt nochmal reinzufahren. Okay, das heißt, der Plan ist im Endeffekt, ich fahre einmal drüber, wenn ich meinetwegen die Kotüle behandeln würde und kann dann gleichzeitig noch Daten aufzeichnen, um dann nachher meine Ackerfuchsschwanz-Applikation dann zu machen. Wobei wir es oft ja in der Praxis immer umgedreht machen, dass wir immer sehr frühzeitig auf die Gräser fahren, damit sie nicht so arg groß werden. Und wenn wir noch einen guten Bekämpfungserfolg hinbekommen bei den Dikotylen, haben wir meistens dann so ein bisschen Platz. Aber da müssen wir uns vielleicht dann ein bisschen dran gewöhnen. Ich kann jetzt da noch keine Details verraten, aber es ist knifflig. Also auf gar keinen, also man kann einfach sagen, es ist sehr, sehr knifflig und es ist an der Grenze dessen, was denke ich auch technisch möglich wird. Ich hatte es vorhin gesagt, so ein Reiskorn einfach mal irgendwo auf dem gekruppten oder Acker dazu zu sehen oder an der Drecksaat, ganz, ganz schwierig und es trifft für den Ackerfuchsschwanz insbesondere zu. Ja. Okay. Man dann aus meiner Sicht weiterführende Frage, jetzt haben wir schon eine Kamera entweder an der Drohne oder auf der Spritze mit dabei. Wir schauen uns
Begleitkulturen sozusagen an im Bestand. Wie weit sind da die Überlegungen, sich auch die Kulturpflanze an sich anzuschauen, um zum Beispiel ganz frühzeitig schon Insektenbefall zu erkennen oder einen Pilzbefall zu erkennen? Ja, soll ich mal antworten? kannst auch erst antworten, Robin, die Fragestellung liegt tatsächlich auf der Hand. Wir beantworten das bei uns ganz klar. Es gibt schon Anwendungen von der Drohne, die so gemacht werden. Ist eine klassische Drohnenanwendung bei uns jetzt nicht aktuell in der Bearbeitung. Wäre jetzt, glaube ich, für uns einigermaßen fatal, wenn wir da den Fokus drauflegen würden, weil wir einfach Unternehmensalter und Größe nicht die Kapazität haben, um dieses Riesengebiet, also wenn du jetzt ansprichst Entomologie und eigentlich auch Phytopathologie, auch noch mit irgendwie aufzunehmen, ist aber ganz klar ein Thema, wo wir ja auch gesagt haben, irgendwie die Drohne ist da, klar, und kann dann zu entsprechenden Zeiten eingesetzt werden und zum entsprechenden, sag ich mal, Firmenstadium, wenn man sich einfach die Entwicklung leisten kann, ist es für uns ganz klar ein Einsatzfall. Weil es erstens schon vorhanden ist auf dem Markt, also nicht in einem riesengroßen Stil, aber es ist da und von uns aktuell halt nicht bearbeitet. Ja, bei uns auch. Also wir haben ganz viele Ideen, was man da alles noch mitmachen kann. Kostet natürlich alles Geld und auch Zeit in der Entwicklung und wir kämpfen mit den Problemen, wie sie Theo vorhin schon gesagt hat, es ist alles knifflig. Aber natürlich Aufgangsmenge mal zu diagnostizieren, Pflanzengröße, Wachstumsstadium, das sind alles Dinge, wenn ich die Einzelpflanzen oder zumindest dann in ein Segment auf einen Quadratmeter aufgelöst messen kann, das hilft mir natürlich auch für meine Nährstoffgaben später. Dann klar, Düngemanagement sehe ich jetzt noch fast eher als Fungizid- und Insektizidbehandlung. Weil kurative Fungizide, schwierig, also dass ich das dann zum richtigen Zeitpunkt gerade reinfahre. Somit, da ist eher wieder, auch das kann ich jetzt wieder darauf verweisen, auf die Kollegen von Xavio, die da Pflanzenmodelle für eine Vorsorgebehandlung von Fungiziden entwickeln und auch schon anbieten im Sinne von variabler Applikationskarten. Also das ist... dass ich Fungizide schwierig, Insektizide auch schwierig. Wir hatten mal über den Kartoffelkäfer bei uns nachgedacht, aber das ist, der versteckt sich halt, bis er wirklich schädlich wird, unter der Blattunterseite. Schwierig zu erkennen mit so einer Kamera. Und Fraßspuren ist es dann eigentlich schon fast wieder zu spät. Also Insektizide, Fungizide sehe ich für mich persönlich weiter hinten, eher dann wirklich Düngemanagement noch. Dass ich in einem früheren Stadium dort das Düngemanagement optimieren kann. Aber gerade wenn wir Pathogene anschauen und wir schauen von oben drauf und wir haben jetzt meinetwegen Septoria tritici, dann fände ich es auch ein bisschen spät, das, wenn ich es dann oben sehe, auf dem Fahnenblatt dann dementsprechend zu behandeln. Ich glaube, das ist vielleicht nicht so die ganz große Stärke von einer Kamera, die von oben drauf schaut. Geht vielleicht noch ein bisschen beim Rost, wenn man eine regelmäßige Befliegung hat und so eine kleine Ellipse hat, dass man das dann dementsprechend rausnimmt, bevor dann die Ausbreitung dann stattfindet, aber für die meisten, die jetzt nicht eradikativ bekämpfbar sind oder so, die man voll wieder ausheilen könnte, wie ein Mehltau oder je nach Befallsstadium auch im Rost, für die ganzen, die, sagen wir mal, wenn der Schaden gesetzt ist, der Schaden dann auch bleibt, wie Septoria tritici und Co., da denke ich, dass es mit der Kamera, glaube ich, eher nicht die ganz große Lösung wird, weil das sind so spät im Befallsstadium, wo man das dann von oben sieht, dass es wenig anwendungsfähig ist. Es kommt vielleicht auch echt auf den Anwendungsfall an. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder in die Zuckerrübe gucke und dann in Cercospora irgendwie Bonitur mache, wird es ja schon Sinn ergeben, hierfür einfach die Kamera einzusetzen, die sowieso ohnehin, also wenn sie eh schon da ist. Genau, aber dann erfasst. Musst du ja schon sehr kleine Symptome haben. Also und das sind ja dann so kleine Stecknadelkopfgroße und wenn ich dann bei 100 Blättern 5 sehe, dann bin ich ja schon an der Schadschwelle und dann sollte ich fahren. Also wenn wir dann sagen, dass ich immer deutlich unter dem Reis komme von der Größe, weil wir halten sie ja dann immer gegen das Licht, gucken, ob man die dann dementsprechend sieht. Und was wir ja auch sehr schön sehen, ist, dass wenn wir einen späten Befall haben, ja eigentlich es immer zur Kalamität irgendwie kommt, wenn wir dann auch ernsthafte Probleme dann auf diesen Feldern haben, das überhaupt sauber noch zu stoppen. Ich denke, vielleicht ein Punkt, aber wenn ich den Pflanzenbestand sauber, sage ich mal, erfassen kann
und die Pflanzendichte, dann kann ich das natürlich als Inputgröße nehmen für die Modellierung, dann wieder für eine Fungizidbehandlung. Also wenn ich Wetterdaten habe, ich habe eine Bestands, gute, detaillierte Bestandsdaten, dann hilft mir das natürlich schon ungemein für meine Modellierung, dann wann sollte ich denn eine Fungizidbehandlung machen. Genau. Also das sind zusätzliche, sage ich mal, Stützparameter oder Stützdaten, um meine Vorhersagequalität, so heißt es, zu verbessern. Wobei ich dann natürlich dann auch in einer sehr starken Konkurrenz dann stehe mit einfacheren Geräten, wie wenn ich jetzt meinetwegen einen Vegetationsindex bestimme, was wir ja heute schon für die ganzen N-Sensoren zu ein bisschen günstigeren Preis dann schon hinbekommen. Oder über einen Satellit, wenn wir Sentinel, ein NDVI dann dementsprechend rausrechnen. Da muss man vielleicht einfach auch unterscheiden in den Auswertungen, die ohnehin mit erhoben werden können, also die zeitlich auch zu einer anderen Anwendung passen und die Daten sind da und ich kann sie noch zusätzlich auswerten. Und generell ist auch immer die Frage, was ist denn der Aufwand, um sowas zu trainieren, um sowas dann auch einzusetzen. Deswegen die Düngemittelapplikationskarte oder vielleicht eine Bewässerungskarte oder eine Schadensbonitur von der Drohne zum Beispiel, eine wunderschöne Sache, die ist überhaupt nicht aufwendig in der Erstellung des Produkts, sag ich mal, also in der Programmierung, ganz einfach und wird gemacht und sowas wird natürlich einfach mit übernommen. Wobei, wenn ich jetzt natürlich Schadsymptome einer Pflanze plötzlich trainieren will, damit ich wieder in dem Thema KI anlernen, Daten labeln und da muss ich dann immer sagen, okay, was ist der Aufwand, um die Symptome unter allen Bedingungen auch sicher erkennen zu können und was ist hinterher der eigentliche Nutzen daran und daraus ergibt sich dann, glaube ich, relativ schnell, lohnt sich die Entwicklung in dem Bereich oder gibt es günstigere, einfachere Verfahren, die das schon viel besser abdecken können. Ja, oder mit anderen Worten, wir haben ja mit der Fragestellung gestartet, löst die Kamera das menschliche Auge komplett ab? Ich glaube, in der Runde ist die Antwort schon so ein Stück weit raus oder eigentlich sehr deutlich rausgearbeitet worden. Die Kamera wird das menschliche Auge erweitern. Wir werden mehr Entscheidungen oder mehr Punkte haben, um eine Entscheidung treffen zu können. Wir werden aber genauso Anwendungen haben, wo der Gang raus ins Feld mit einer vernünftigen Bonitur draußen nicht zu ersetzen ist. Ich glaube, das ist schon was man ganz deutlich hier nochmal betonen kann. Ich glaube, dass der Gang ins Feld auch effizienter werden kann. Dass wenn wir sagen, okay, wir haben da die gewissen Spots, wir können die genau ablaufen, können schauen, wie sehen die dann dementsprechend aus und es ist nicht mehr, sagen wir mal, so ein ungerichteter Gang, wo ich so einigermaßen das erfassen möchte und mache mir einen Eindruck, sonst ich kann im Endeffekt, habe so einen vorgescannten Acker, ob das jetzt nach einer Überfahrt ist mit den Daten, die dann kommen oder im Vorfeld, kann mir einfach da ein ordentliches Bild verschaffen und dann habe einfach mehr oder einen höheren detaillierten Datengrad oder ein besseres Gefühl für mein Feld und kann auch meine Feldstunden etwas effizienter gestalten, indem ich einfach die Hotspots dann dementsprechend ablaufen kann. Ja, die Erfahrung, denke ich, kann ich absolut teilen. Das ist auch was ich ganz gerne mache, so mit Fernerkundung, mir vorher das Feld anzuschauen und zu überlegen, wo gehst du hin? Interessanterweise, wenn du die Flächen gut kennst, gehst trotzdem an die Stellen, die du ja vorher im Prinzip im Kopf ausgemalt hast, aber trotzdem gerade für große Schläge oder auch für große Betriebe, wo eben diese Feldbeobachtungsstunden schon ein Faktor sind, der wenig und vor allem kostbar sind, glaube ich, ist es ein echtes Werkzeug, um hier ein Stück weiterzukommen. Ja. Ja. Vielleicht, um auf deine Frage nochmal einzugehen, wird das menschliche Auge ersetzt? Also aus meiner Sicht, so eine Technologie, wie wir sie jetzt am Spritzbalken haben, das kann das menschliche Auge gar nicht machen. Also ich müsste mir einen Landwirt vorstellen, der in seiner Spritze mit einem Klavier und 72 Tasten dann hier in einem halben Augenwimpernschlag die richtigen Tasten drückt, um dann da zu sprühen. Das ist eine andere Art des Einsatzes von dieser Technologie. Aber nichts gegen die anderen Aussagen. Es braucht trotzdem vorher jemanden, der sich das Feld anschaut. Punkt. Ja, und jetzt gehen wir ja nochmal ein Stück weiter. Wir gehen mal von dem Fall aus, dass nicht der Ackerbauer den Schlepper bedient, sondern jemand, der einen Schlepperfahrer den Schlepper bedient. Dann, glaube ich, wird dieses digitale Auge, so nenne ich es jetzt mal, glaube ich, nochmal ein Stück wertvoller. Ja, ja. Um aber auch da in die Zukunft zu denken, je genauer die Daten werden, die wir dann erheben können, per Drohne, mit dem Sprayer selbst, desto mehr historische Daten habe ich ja. Und damit kann ich natürlich schon sukzessive Feldbegehungen deutlich reduzieren. Weil ich natürlich dann, wenn ich dann auch noch in die Lage komme, die spezial- oder kritischen Unkräuter zu identifizieren,
dann habe ich natürlich ein sehr, sehr genaues Bild von der Vergangenheit und kann natürlich dann auch wieder über Prognosemodellen Saatbänke, auch Flug von Samen entsprechend vorhersagen und dann auch schon dort eine Prognose treffen. Also ich glaube, in einer ganz langfristigen Perspektive, die sicherlich auch irgendwann 2030 plus sein wird, wird man auch dort dann mehr und mehr einen Ersatz sehen. Ja. Also ich denke, dass wir einen Aspekt vielleicht noch berücksichtigen müssen, wenn es um die Frage geht, löst eine Kamera das menschliche Auge ab? Ich denke nicht in allen Dingen, aber jetzt denkt man mal ein bisschen weiter. Ich denke, dass in Zukunft vielleicht gar keiner mehr auf der Spitze drauf sitzen wird. Das heißt, wir haben gar keinen mehr, der das Klavier spielt. Also von daher brauchen wir technische Tools, um entweder dann irgendwie das anzusteuern oder beim Überfahren auch Daten zu sammeln, aufzunehmen, die dann im Nachgang ausgewertet werden. Und dann, denke ich, wird es schon wieder spannend. Also gerade so das Thema, die historischen Daten mitzunutzen. Also wir haben zum Beispiel mit unserem Horsch Connect auch einen ähnlichen Ansatz, stehen wir auch noch am Anfang, wo wir sagen, okay, wir wollen Maschinendaten aufnehmen, in der Cloud speichern und dann über Algorithmen Zusammenhänge erkennen, um dann Prognosemodelle aufzustellen für die Maschine jetzt. Das geht natürlich genauso gut agronomisch. Momentan haben wir vielleicht zu wenig Daten noch dafür. Und da werden natürlich Kamerasysteme präzisioniert, um da entsprechende Datenbasen zu schaffen. Zukünftig werden wir den Fahrer nicht mehr so drauf haben. Ja, mit Blick auf die Uhr, ich glaube, die Zeit, zumindest geht es mir so, die ist wieder verflogen, richtig verflogen bei der Tiefe der Diskussion. Ich würde gerne die Runde so abschließen mit einer Frage an jeden von euch und mit der Bitte, das vielleicht in zwei, drei Sätzen beantworten zu können. Und zwar einfach den Ausblick zu geben, wann werden wir eine nennenswerte Population dieser Technik im Feld sehen? Ich glaube, da hat jeder eine gewisse andere Einschätzung des Ganzen. Theo, ich würde dir den Ball als Erster zuspielen. Schwierige Frage. Also ich muss wieder differenzieren. Nennenswert heißt für mich jetzt einmal, wenn man das Thema grün-braun nimmt und ich nehme jetzt mal diese benannten Regionen, Australien, Kasachstan, Teile Russlands, typische Applikation auf der Stoppel vor der Aussaat, um das Auflaufgetreide oder Unkrautflächen rauszuspritzen, da denke ich, wird es in naher Zukunft, wobei vielleicht, was ist nahe Zukunft, nächsten 5 Jahre, durchaus 20-30% der Spritzen werden das haben. Da bin ich mir sicher. In Europa müssen wir es vielleicht differenzieren auf Kulturen, Reinkulturen, vor allem noch die eher hochpreisigen Kulturen, wie das Zuckerrüben zum Beispiel, wo eben auch die entsprechenden Maßnahmen sehr teuer sind. Wenn es funktioniert, denke ich auch, werden wir irgendwo im Bereich 5 Jahren 10-20% der Spritzen sehen. Im Mais bin ich mir noch nicht so sicher, weil da ist das Verfahren jetzt noch zu billig, das Standardverfahren. Da ist jetzt eher die Frage, was ist politisch, gesellschaftlich gewollt. Von daher, das denke ich, da sind wir nicht so weit weg, dass wir da auch dann Maschinen draußen sehen. Mit dem Thema eben wirklich Unkräuter einzeln zu erkennen und mit kleinen Spots rauszuspritzen, da denke ich, sind wir noch eher im Bereich 10-15 Jahre weg. Ja, meine Einschätzung. Also noch kleinere Spots als die halben Meter. Mhm. Ja, sehe ich vielleicht auch gar nicht, muss ich ganz ehrlich aber gestehen. Das wären dann vielleicht wirklich Sonderroboter oder sowas werden. Ja. Mhm. Bin ich dran hier mit meiner Einschätzung? Ja, wir haben diesen Monat unsere ersten Serienteile ausgeliefert an unsere ersten Kunden. Ja, ich hoffe, dass wir die genannten Prozentzahlen schnell erreichen. Ja. Aber ich habe eigentlich sogar noch eine höhere Hoffnung, jetzt vielleicht jetzt weniger Europa als wirklich die Amerikas, dass dort die Durchdringung eher Richtung 50% gehen wird, vielleicht sogar mehr. Und das dort dann auch recht zügig passieren kann, wenn die initiale Schwelle einmal durchdrungen ist. Ja. Also ich denke erst, dass es für einen Betrieb, der eine breite Fruchtfolge hat und wir werden breitere Fruchtfolgen kriegen aus vielen Gründen im Pflanzenbau, denke ich, dass die Schwelle vielleicht dann erst signifikant überschritten ist, wenn wir von den Reinkulturen vielleicht auch in die Flächenkulturen kommen. Weil wir haben einfach einen sehr, sehr hohen Anteil an Gräsern, die wir nicht in, also wie Weizen, wie Gerste oder so etwas, die wir jetzt nicht in Reinkulturen anbauen können oder nicht in den Reinkulturen anbauen können, wie man es jetzt für so eine Technologie aktuell dann dementsprechend noch braucht. Glaube ich, also so, wenn man die ersten Fruchtfolgen haben, die wir da vielleicht ganz durcharbeiten könnten. Ich denke, dann ist es für Landwirte eine entscheidende Sache,
dass man da drüber nachdenkt. Oder wenn die Politik dementsprechend da einen, wie auch immer, gearteten Schub gibt. Also ich kann mich da nur anschließen und könnte tatsächlich jetzt aus jeder der einzelnen Aussagen noch die Punkte nämlich aufgreifen, die unserer Meinung nach dazu führen, dass diese Technik tatsächlich nach dem Überschreiten einer gewissen Schwelle dann doch schneller aufgenommen werden. Mhm. Und zwar nämlich genau auf diesen Großbetrieben, wenn wir uns sehen, wie sich denn die Flächenstruktur verändert, europaweit auch, und wir dann gleichzeitig noch über größere Fruchtfolgen reden, dann haben wir plötzlich die Situation, dass Landwirte ja schon jetzt eigentlich oftmals ihre Pflanzenschutzstrategie auf wenigen nicht repräsentativen Stichproben eigentlich basieren und die zukünftig dann eigentlich auf einer vollumfänglichen und damit auch repräsentativen Stichprobenumfang erweitern, also skalieren können durch wenige Feldbegehungen, die sie dann mit der kompletten Datenerfassung eigentlich abdecken können und damit auch in weiteren Fruchtfolgen, wo neue Probleme, andere Fragestellungen, vielfältigere Fragestellungen aufkommen, abdecken können. Mhm. Ja, ich glaube, ihr seht, wir haben hier starke Prognosen für die Zukunft bekommen, aber denke ich auch sehr realistische Einschätzungen. Das ist uns in unserem Format auch immer wichtig, hier letztendlich auch rauszugehen und zu sagen, okay, damit können wir wirklich rechnen, auch in gewissen Zeithorizonten. Ich darf mich sehr herzlich an der Stelle bedanken bei euch für die rege Diskussion, für den vielen Input. Ich glaube, es gibt an den Monitoren jetzt auch ein paar Leute, die müssen das erst ein bisschen verarbeiten. Und da gibt es sicher auch in den nächsten Tagen noch Fragen. Also wenn da noch was aufkommt, bitte gern an uns herantragen. Wir sind dann immer auch gerne bereit, diese Fragen weiterhin zu beantworten. Ja, dann bleibt mir an der Stelle noch übrig, mich zu bedanken fürs Interesse und darf den Tag abschließen und darf gleichzeitig aber auch wieder für morgen einladen. Wir starten morgen 10 Uhr hier an derselben Stelle mit einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung von aktuellen Fruchtfolgen. Ich freue mich auf den morgigen Tag und bis dahin. Dankeschön.